Willkommen zum 18. Treffen des Augsburger Curry Clubs. Marc wird beginnen und er wird über Scheme sprechen und seine Lieblingsprogrammiersprache. Danke für die Ankündigung des Vortrages. Genau, es geht um hygienische Makros. Ich werde mal ganz langsam starten. Das ist ja schließlich auch der erste Vortrag. Wir müssen erst ein bisschen warm werden. Ich will erst ein bisschen überhaupt über Makros sprechen. Dabei gibt es hier in dem Vortrag natürlich nicht über VB-Makros oder Makroviren oder irgendwie so etwas, sondern es geht natürlich um Makros in Programmiersprachen. Danach will ich überhaupt etwas sagen, was heißt Hygiene im Zusammenhang mit Makros. Das ist dann das zweite Teil. Dazu sollten wir erstmal sehen, warum die meisten Makros in den meisten Programmiersprachen unhygienisch sind und wie hygienische Makros in Scheme realisiert werden. Dann werde ich etwas mehr im dritten Abschnitt auf die jetzt sehe ich hier gerade was, der ist abgeschnitten, das Bild. Gut. 16:9. Vielleicht macht das auch nichts, weil du immer Fenster mal rumziehen kannst. Warum hat er das jetzt nicht was hat er denn überhaupt für eine Auflösung hier? Der Hühner hat gerade 16:9. Ich möchte übrigens anmerken, dass wir im dritten Jahrtausend sind, ne? Aber jetzt geht's. Okay, bis über 20. So. Also. Gut, wir sind wieder. Zurück auf Start. Genau, dann werde ich ein bisschen auf das Makrosystem von Scheme selber eingehen. Wir werden sehen, was man damit alles machen kann und warum es überhaupt sinnvoll ist, sich Gedanken zu machen, ein Makrosystem zu implementieren. Denn es ist grundsätzlich natürlich nicht ganz einfach, wenn man... Ja, wunderbar. Niemand bewegt sich, bitte. Mal, ob es okay ist und dass du es beibehalten willst. Ich muss sagen, dass du es beibehalten willst. Habe ich das gerade nicht gesagt? Ich weiß, warum die Frage. Ja. Die kam, genau, die war wahrscheinlich gerade im Hintergrund, weil das hier. Ja. So. Genau. Und dann ist die Frage, wie man das eigentlich überhaupt. Also, was hygienische Makros sind, werden wir dann sehen. Die Definition. Scheint zu implizieren, dass es relativ kompliziert ist, das zu implementieren. Und dann werde ich am Ende kurz sagen, wie man bei einem weiteren Makrosystem, was mehr Low-Level ist, die sogenannten Syntactic Closures, man hygienische Makros in Scheme implementieren kann. Gut, also das ist ungefähr die Übersicht. Warum jetzt Scheme? Also erstens ist es eine Programmiersprache, in der ich mich ein bisschen auskenne. Und zweitens sind etliche Dinge, die in sogenannte sehr moderne Programmiersprachen, die erst jetzt langsam reinsickern, schon 30 Jahre alt in Scheme. Insbesondere auch hygienische Makros und alles, was im letzter Schrei in JavaScript verkauft wird, lässt sich dann häufig auch meistens dann schon mit den Mitteln der 80er oder 90er implementieren. Also Einführung, was ist ein Makro? Einfache Definition, es ist aber eine Regel, wo Eingabefolgen von zum Beispiel Zeichen in einem Text in passende Ausgabefolgen zu expandieren sind. Ja, das ist, und wenn ich jetzt eine Programmiersprache mit einem Makrosystem habe, dann ist die grundsätzliche Idee, ich habe das Programm, dann will als erstes das Makrosystem die Makrodefinition lesen, dann anhand der Makrodefinition den übrigen Programmcode expandieren, also die Makros, die drin sind, ersetzen durch etwas Größeres und danach das eigentliche Programm dann entsprechend auswerten. Das Ganze wird natürlich dadurch komplizierter, dass ein Makro wiederum auch in Makros expandiert werden kann. Und dann muss man gucken, was das, wie das in der jeweiligen Programmiersprache dann definiert ist. So ein einfaches Beispiel, ja, die Tech-Makros, das ist sozusagen wirklich Textersetzung auf dem Level, wo ich sie hier gerade gemacht habe. Ja, wenn ich jetzt nicht immer meinen ganzen Namen schreiben will, dann definiere ich mir vorher ein Makro mir und dann kann ich schreiben, dieser Vortrag wird von mir gehalten. Und damit ist es sozusagen ein einfaches Tech-Makro. Das ist natürlich jetzt nicht, zeigt natürlich nicht, wie mächtig Tech-Makros sind, aber es sagt zumindest mal aus, was ich damit meine, dass man Eingabefolgen durch Ausgabefolgen ersetzen kann. Du kannst übrigens Umlaute im Tech-Makro haben, ne?
das ist Teil des Beispiels. Habe ich auch. ja, ich habe. Ich habe auch sozusagen hier das SZ getippt in Unicode, ja? Genau, UTF-8 kodiert. Gut, so, dann. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was die Eingabefolge ist überhaupt. Das ist ja gar nicht so klar in Tech. Eingabe wird durch Ausgabe ersetzt. Ja, das ist sozusagen genau. Also das ist, ich meine, hier sieht man zum Beispiel schon, dass ich jetzt hier dieses Leerzeichen schützen muss, damit er das, weil er sonst nämlich anfängt, hier noch zu scannen, ob da ein Parameter kommt und so weiter. Genau, es ist nicht trivial. Aber das ist doch jetzt nicht gerade, das war nicht mein Punkt in dem Moment, ja, sondern einfach nur, das war der einfachste Fall, wie ich was ersetzen kann. Ich hätte jetzt auch den M4-Makroprozessor erwähnen können oder was auch immer. Genau, ich bin aber auch kein Tech-Low-Level-Makro-Experte, ja. Also außer ein paar Spielereien habe ich da jetzt noch kein fertiges Paket geschrieben oder so etwas, ja. Genau, das Ganze ist so ein textuelles Makrosystem, ja, weil die Ersetzung gewisserweise auf Token-Ebene funktioniert, ja. Also Tech in dem Fall zerlegt den Eingabestrom in einzelne Tokens und führt dann die Ersetzung durch. Wenn es also gewisse Tokens als Makro erkennt, wird es dann durch eine weitere Folge von Tokens ersetzt. Also Tech wäre ein solches Beispiel. Wenn wir jetzt uns Makros in C angucken, vielleicht noch etwas näher dran an der Standardprogrammiersprache, dann sitzt C ein Präprozessor, der zum Beispiel dafür Sorge trägt, dass weitere Dateien eingebunden werden mit der Include-Anweisung. Aber der Präprozessor, der sorgt auch dafür, dass C Makros hat. Also erst wird das ganze Programm lexikalisch analysiert, das heißt in den Tokenstrom zerlegt. Das heißt also, es werden Wortenden erkannt, wo Bezeichner anfangen und aufhören. Oder wenn ich etwas habe wie kleiner gleich, dann erkennt er das eben als ein Token. Und wenn dann der Präprozessor so eine Folge von Tokens hergestellt hat, dann werden Makros expandiert. Das heißt, im Wesentlichen ist es auch ein textuelles Makrosystem. Es basiert ja nicht, also es ist nicht wirklich auf jedes einzelne Zeichen wird angeschaut, aber Tokens, und das ist sozusagen zumindest nach dem ersten Scan, nach der lexikalischen Analyse, das Gleiche. So, ein Beispiel, wenn wir jetzt Pi setzen auf seinen fast exakten Wert von 3,141, ja, das kann ich definieren, dann habe ich jetzt Makro definiert, also wenn immer Pi auftaucht im Text, ersetzt er das Ganze durch 3,141 und wir können dann eine Funktion schreiben, die die Fläche von einem Kreis mit einem gegebenen Radius berechnet, die steht dann da unten. Gut, jetzt war aber hier das Makro nicht wirklich nötig, ja, also ich hätte auch genauso gut eine Konstante definieren können, also beziehungsweise was eigentlich, muss besser sagen, das hier ist eine Variable Pi, ja, Floating Point Variable, ja, welche auch nur in dieser Übersetzungseinheit auftaucht und welche ich verspreche nicht zu ändern. Und dann kann ich das auch machen, das heißt, hier ist das Makro eigentlich nicht wirklich nötig. Und also zumindest, wenn man von C nach C++ geht, wird es auch ungern gesehen, Makros wie dieses Define-Makro vorher zu machen. Und ein guter Compiler sollte in beiden Beispielen gleichermaßen effizienten Code produzieren. Ja? Das heißt, also ich kann an vielen Stellen, wenn ich einen vernünftigen Compiler habe, auch statt Defines und Ifdefs und was man alles in C hat, auch ganz normal Anweisungen machen. Der Vorteil ist, der C-Präprozessor weiß von C eigentlich fast nichts. Ja, das Einzige, was er weiß, ist, wie ein C-Programm in einzelne Tokens zerfällt. Aber mehr weiß der Präprozessor nicht, während hier natürlich, das ist sozusagen wirklich innerhalb der Programmiersprache. Gut, es gibt natürlich auch noch interessantere Beispiele für C-Makros, also völlig umsonst und unnötig sind sie nicht. Also dieses Makro, das Assert-Makro, das könnte man jetzt so vielleicht mehr oder weniger aus einer Standardbibliothek rauskopiert haben. Was ich gerne machen möchte, ich möchte im Programm irgendwie schreiben können, Assert Epsilon größer 0. Und an der Stelle soll er einfach schauen, okay, wenn Epsilon größer als 0 ist, ist alles in Ordnung. Und ansonsten soll er das Programm mit einem Fehler abbrechen. Ja, einfach dann, ich kann zum Beispiel, und jetzt könnte ich, wenn ich nicht im Debug-Modus bin, das Assert-Makro einfach ersetzen durch etwas, was trivial expandiert, und im Debug-Modus füge ich halt irgendwelche Assertions ein.
So, warum brauche ich da ein Makro? Er setzt dieses Ding, das ist Cert, hier kommt ein Parameter, der Parameter steht hier oben und was er macht, dann ersetzt er das Ganze hier, diese Anweisung ersetzt er durch das, was hier steht. Das heißt, wenn die, hier fehlen übrigens noch Klammern, das ist noch ein weiteres Problem, aber das ist jetzt egal. Wenn der Ausdruck nicht wahr ist, dann soll er auf der Standardfehlerausgabe hier was ausgeben, nämlich dass Epsilon größer 0 nicht erfüllt ist. Und weil das Ganze vom Präprozessor gemacht ist, weiß der auch, kann er auch File und Line expandieren in die aktuelle Datei und die aktuelle Zeile. Und warum kann ich das jetzt nicht als Funktion machen? Ich meine, bis hier ist es soweit noch in Ordnung, abgesehen davon, dass File und Line da nicht da ist. Ich möchte auch hier noch ausgeben, welche Assertion nicht stimmt. Und dazu muss ich jetzt aus diesem Ausdruck einen String machen. Und das ist etwas, was sozusagen auf der Ebene der Tokens noch passiert. Und der C-Präprozessor hat, also wenn ich hier einen Bezeichner nehme und schreibe dann einfach oder irgendwas, also was ich hier halt so ein Argument habe, wenn ich da diesen Gartenzaun davor schreibe, dann macht das Ganze einfach zum String. So, das ist etwas, was nur der Präprozessor kann und deswegen ist es sinnvoll, das so zu definieren. Die ganzen Backslash hier sorgen dafür, dass das Ganze eigentlich alles in einer Zeile steht. Daran sieht man, dass es der 10 Makros sind nicht dafür gemacht, dass man besonders lange und spannende Makros programmiert. Gut, jetzt gibt es ein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier schreibe, ja, und wir gucken mal, wohin expandiert das, dann expandiert das nach, also der erste Assert wird zu if not und exp ist dann dieser Ausdruck hier oben, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kommt dieses Semikolon, das stand nicht in meiner Definition drin, das ist dieses Semikolon, und dann kommt else und dann kommt wieder was, und hier haben wir jetzt ein Problem, weil es hier nämlich zwei Anweisungen stehen, nämlich einmal if bis zu den geschweiften Klammern und danach kommt eine leere Anweisung, nämlich einfach das Semikolon. Weil man bei C ja eben die if-Anweisung nicht noch durch ein Semikolon ergänzen muss. Und das führt dazu, dass jetzt steht if Anweisung 1, Anweisung 2. Aber nach if kann nur eine Anweisung folgen. Sprich, bei Anweisung 2 ist er schon mal aus dem if raus. Und damit ist das else hier Syntaxfehler. So, das Ganze kann ich natürlich das Problem beheben, wenn ich mich das Semikolon weglasse, aber ich möchte eigentlich, dass das ganze Assert aussieht wie eine ganz normale Anweisung. Und da muss man jetzt ein bisschen rumtricksen und der typische Trick, den man, also wir müssen das Semikolon entfernen, und der typische Trick, den man da macht, ist, wir basteln noch was drumherum, ja, wir schreiben noch eine Do-While-Schleife drumherum, also while 0 ist natürlich immer nicht gegeben, das heißt, diese Schleife wird genau einmal durchgeführt, und wenn ich jetzt das, jetzt fehlt hier allerdings ein Semikolon, weil nach dem while 0 auf alle Fälle ein Semikolon kommen muss, das ist mir doch keine vollständige Anweisung, sodass dann, wenn ich das jetzt wieder ersetze, mein Beispiel funktioniert. Wir hatten hier sogar noch Glück, dass es ein Syntaxfehler wurde, und nicht, dass er zur Laufzeit schmarrn war. Ja. Was man ja schon bei diversen Sicherheitslücken hatte. Genau. So baut man sich den Static Assert in C. Da muss der Optimierer noch drauflaufen, und wenn man so einen richtigen Markcode hat, ist es entweder ein Syntaxfehler, wenn... Ja, genau. Genau, also ich meine, hier sieht man natürlich auch, dass der C-Compiler natürlich auch ein bisschen optimierend sein soll. Er soll natürlich, also dieses Do-While-Null soll er natürlich dann nachher rauswerfen, wenn wir mit Optimierung durchlaufen, weil das natürlich gar nichts macht. Das ist ja nur für die Syntax hier da. Gut. Also das Problem ist, wo liegt das Problem? Das Problem liegt daran, dass wir hier ein textuelles Ersetzungssystem haben. Ja, ich meine, der arbeitet mehr oder weniger auf Text- oder Token-Basis. Das heißt, der Präprozessor hat gar keine Ahnung, was ein Ausdruck ist, was ein Statement in C ist und so weiter. Deswegen muss man halt hier rumbasteln. Und ein bisschen ist das Problem natürlich auch in Tech. Das hatten wir gesehen, weil ich da bei Backslash mir brauchte noch ein Backslash, damit er mir mein Leerzeichen nicht verschluckt. Gut,
Deswegen gehen wir jetzt von textuellen Makros zu syntaktischen Makros. Und zwar ist ein syntaktisches Makrosystem ein solches, welches die Ersetzung auf der Ebene abstrakter Syntaxbäume durchführt. Das heißt also, wenn ich mir überlege, wie implementiere ich eine Programmiersprache, wie schreibe ich einen Compiler, dann mache ich als erstes eine lexikalische Analyse, indem ich das Programm eben zerlege in einzelne Tokens, also was sind Bezeichner, was sind Operatoren und so weiter. Und danach wird das Ganze dann durch den Parser in einen Syntaxbaum überführt, wo dann schon klar ist, also wo ist meine, also ist das jetzt eine Anweisung, ist es ein Ausdruck, ist es eine Kontrollstruktur und so weiter. In der fünften Klasse ist es bei mir Termbäume. Vielleicht erinnert sich jemand, da war unten ein Plus, und zwei Dinger weg und dann war noch eine 4 da oder so. Die Aufgaben waren immer, hey, bestimmt den Termbaum von der Formel oder schreibt die Formel zu von dem Termbaum. Davon gab es A bis J. Und das gab es die ganze fünfte Klasse lang. Ah, okay, das hat ja was gebracht. Ja. Für diese Bemerkung. Ja. Genau. So, jetzt gibt es Programmiersprachen, die heißen Homo-Ikonen. Ja, und das sind Programmiersprachen, wo die Programme wie Daten aussehen oder für das, was ich hier brauche, ist, dass die Programme eine uniforme Syntax haben. Das heißt, es gibt nicht so viele Unterschiede zwischen Anweisungen und was sind Ausdrücke und was sind Kontrollstrukturen und wie viele Kontrollstrukturen gibt es und was ist eine Definition und so weiter. Denn dann wird das Makrosystem natürlich kompliziert, weil diese abstrakten Syntaxbäume extrem kompliziert sind. Wenn aber alles irgendwie mehr oder weniger gleiche Syntax hat und die Syntaxbäume einfach werden, dann kann ich natürlich syntaktische Makros oder Makrosysteme gut definieren und sie werden auch sehr ausdrucksstark, weil ich sozusagen dann fast jeder Baum auch eine Bedeutung hat. Beispiele für solche Programmiersprachen sind Programmiersprachen der Lisp-Familie, das ist also CAM Lisp als ein Beispiel oder Scheme in seinen diversen Dialekten. Wer sozusagen Scheme oder Common Lisp oder überhaupt allgemein Lisp-Familie nicht kennt, der kann ja gleich sehen an dem Beispiel, was ich meine damit, dass die Programme alle eine sehr uniforme Syntax haben. Gut, also das hier zum Beispiel, das ist ein Programm, mit dem wir eine Zeit berechnen wollen in Common Lisp. Und zwar ist die Idee, ich will eine Funktion schreiben, die heißt dann Zeit und dann will ich reinstecken, was ist der Zahlenwert und was ist die Einheit und dann soll er mir ausspucken, wie viele Sekunden das insgesamt sind. So, und was ist die Funktion? Also was ich machen kann, ist folgendes. Ich definiere in Lisp hier eine Funktion, Zeit, die bekommt als Parameter einen Wert und eine Einheit. Und was sie jetzt macht, ist, sie multipliziert den Wert mit einer Zahl. Und die Zahl bekomme ich, indem ich diesen Ausdruck hier auswerte und Einheit hier ist ein Symbol und ich schaue halt, was dieses Symbol ist. Wenn das Symbol 1 ist, dann multipliziere ich das Ganze mit, wenn das Symbol S ist, multipliziere ich es mit 1, wenn das Symbol 60, M ist, multipliziere ich mit 60 und H für Stunde multipliziere ich mit 3600. So, jetzt müssen wir allerdings die Zeiteinheit explizit als Literal schreiben. Also das, wenn ich jetzt dieses komische Symbol hier weglasse, ja, das ist also ein ganz normaler Apostroph, dann würde ja stehen an Zeit 10s, dann würde Lisp aber anfangen, jetzt nach einer Variablen zu suchen, die den Namen s hat und den Wert ersetzen. Also ich muss verhindern, dass dieser Wert ersetzt wird, ich will das Symbol s übergeben. Und damit muss ich aus dem S eine Symbolkonstante machen und das mache ich einfach, indem ich diesen Apostroph davor schreibe. Das ist aber natürlich etwas unschön. Ja, also die Idee bei Lisp ist ein bisschen, man programmiert an der Programmiersprache selbst so lange herum, ja, bis man eine eigene Programmiersprache hat, speziell für das Problem, was man lösen möchte. Und das ist jetzt zwar in Ordnung, aber wenn ich jetzt viel mit Zeiten rechne, ist es halt unschön, was da steht. Ich kann das Ganze durch ein Makro lösen. Also ich möchte gerne das schreiben können. Und die Lösung ist, ich setze die Funktion jetzt durch ein Makro. Jetzt sieht es fast so ähnlich aus, mit einigen Unterschieden. Ja, also ich habe hier def statt def fun, also habe ich jetzt def makro da stehen, soweit in Ordnung. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Fliegendreck hier.
Also das hier ist nicht der Apostroph, sondern das ist das öffnende einfache Anführungszeichen. Ja? Also ist ganz wichtig, dass man sozusagen, man sieht es leider nur, also schwierig, ja. Also man muss, es gibt ja den Deppen-Apostroph und es gibt auch den gesteigerten Deppen-Apostroph, wenn man den noch so rumschreibt, ja. Es ist in gewisser Weise der gesteigerte Deppen-Apostroph. So, was ist jetzt ein Kam-Lisp-Makro? Das ist wie eine Funktion, ja, aber diese Funktion, also ja, Zeit, es ist wieder so eine Art Funktion, aber diese Funktion wird jetzt zur Expandierzeit aufgerufen und nicht zur Auswertungszeit. Das heißt also, erst während der Zeit, wo Kam-Lisp das Programm noch analysiert, wertet er das Zeit 10s schon aus. Und was er macht ist, das Ganze, diese Funktion hier, muss jetzt zurückgeben ein neues Kam-Lisp-Programm. Und was es zurückgibt, ist genau dieses Ding hier. Wenn ich dieses hier nicht schreiben würde, dann würde er zur Expandierzeit versuchen, das Ding auszurechnen. Das soll er aber gar nicht. Er soll ja das ersetzen durch etwas, also muss ich das hier hinschreiben. So, und das Komma, also das heißt auch Quasi-Quotation, das heißt nämlich, also nimm das Ganze mit jetzt expliziten Wert, außer alles, wo ein Komma vorsteht. Das ersetze wieder durch das, was man hier oben hat. Okay? Sehen wir gleich andere Beispiele noch sehen. Und dadurch. Was heißt denn das Komma? Also das Unquote. Unquote, okay. Genau. Vorhin ist nochmal dieses Quote, das ist ja auch nur eine Notation in Liste, diese Einzelzeichen. Ja, genau, das ist Quote. Also ja, genau. Also, und das andere ist Quasi-Quote, also jeweils das Scheme heißt es so. Und das Komma ist Unquote. Heißt auch okay. Komma vom Case hättest du auch noch nach rechts ziehen können bis zur Einheit, oder? Nein. Achso, doch kann er, ja. Genau. Weil so tut er die Fangentscheidung quasi schon zur Halbzeit. Ja. Nicht. Genau, ansonsten würde er. Moment, das ist nicht. Achso, schreib, so macht er es zur Compile-Zeit, ja. Compile-Zeit, genau. Ja. Also es ist sozusagen gewisserweise auch optimiert, ja, das Programm. Ja, weil du eine Symbolkonstante reingibst, die kannst du dann starten. Ja, genau. Das ist genau. Der Compiler, genau, der macht das dann zur Kompilationszeit. Gut, aber was wichtig ist einfach, also eine wichtige Sache für Makros ist, wenn ich Ausdrücke meiner Programmiersprache nicht ausgewertet haben möchte, weil ich sie noch weiterverarbeiten will, dann brauche ich ein Makro. Das haben wir bei C auch schon gesehen, das war dieses Assert-Makro. Weil er ja ausdrucken sollte, welche Expression da falsch ist, darf ich die eben nicht als Wert übergeben, sondern wird die als Symbol, beziehungsweise als Stück Programmcode. Gut, ich kann aber auch neue Sprachstrukturen definieren durch Lisp-Makros. Also das sind jetzt jeweils das ist eine Liste von Paaren und hier mit diesem Ausdruck filtere ich jeweils den ersten Eintrag der Paare heraus. Also ich definiere sozusagen die Funktion n und dann rufe ich die Funktion n auch sofort auf und zwar mit den zweiten Einträgen der Paare. So, jetzt machen wir das Beispiel, wie man das anwenden kann. Also wenn ich das mache, muss man einmal schreiben, aber dann kann man es vergessen. Also was soll nlet heißen? Also nlet steht für named let. Also ich setze n auf 10 und definiere gleichzeitig eine Funktion Fakultät. Wenn ich mal hier gucke, also ich definiere hier eine Funktion, also n ist das Fakultät hier, die definiere ich mit den Parametern, aus der Liste fische ich jetzt n raus, also die Funktion hat den Parameter n, hier steht das n, mit dem Körper und dann rufe ich sofort die Funktion auf, mit dem Argument 10. Das heißt, ich kann einfach eine Schleife, habe ich hier und diese Schleife berechnet die Fakultät von 10. Nicht? Wenn also P steht hier für Prädikat, also wenn N 0 ist, dann kommt 1 raus und ansonsten kann ich es rekursiv aufrufen. Also da werden wir Beispiele in Scheme vielleicht noch sehen, wo es sowas von vornherein da ist, aber das ist eine einfache Möglichkeit, Schleifen zu programmieren und genau.
Das ist nur sozusagen etwas, womit ich zeigen will, dass man jetzt wirklich neue Sprachstrukturen programmieren kann, die man vorher nicht hat. So, was haben jetzt Makros mit Hygiene zu tun? Also, Definition ganz, vielleicht ist schwierig, jetzt eine kurze, exakte Definition zu geben. So eine Pseudodefinition ist jetzt, also Makro nennen wir hygienisch, wenn bei der Expansion des Makros keine unerwünschten Konflikte durch ausgeblendete Variablen auftreten. Also was heißt, dass Variablen ausgeblendet werden können? Wenn ich eine Programmiersprache habe mit Blockstruktur und definiere in einem übergeordneten Block eine Variable x und dann definiere ich in einem kleineren Block die Variable x nochmal, dann ist sie in der Regel in dem kleinen, also dann ist sozusagen die Bindung im großen Block ausgeblendet, solange ich im kleineren Block bin. Und wenn ich aber teilweise Makroersetzung habe, dann kann das immer dann zu Konflikten führen, das werden wir dann gleich sehen. Nämlich Makros von Tech, C, CAM, List, die sind alle nicht hygienisch. Gucken wir uns ein paar Beispiele an, also wo es dann wirklich Konflikte gibt. Also nehmen wir das Makro Swap XY in C, welches, also ich habe diesen Trick schon mit Dual schon wieder gemacht, also das Problem haben wir jetzt nicht. Das soll einfach X und Y vertauschen, also XY sind zwei Variablen, die ich eingebe und da soll einfach die beiden Variablen die Werte vertauschen. Und also ich kann das natürlich auch mit irgendeinem XOR-Trick machen, aber machen wir es mal jetzt ganz zu Fuß. Ja, ich setze X auf eine temporäre, also die temporäre Variable kriegt den Wert in X, dann kann ich XY zuweisen und dann nehme ich den Wert aus der temporären Variable. Weil ich das Ganze in Dual geschrieben habe, ist das sowieso eine lokale Variable in diesem Block, das Temp. Das heißt, es ist kein Problem, dass ich jetzt Hygiene verletzt habe, weil jetzt mit einmal beim Benutzen von Swap mit einmal ein Temp definiert wird, was ich vielleicht woanders schon brauche. Ja, also das ist sozusagen lokal. Ab welchem C-Standard darf man nicht nur ganz oben in der Funktion Variable definieren? Also C99 auf alle Fälle. Ja. Genau. Genau. Bei 99 gibt es dann auch Doppelkommentare. So Doppel. Ja, das ist ja eigentlich nur... Das ist eigentlich uninteressant. Also, ich meine, interessanter sind noch Fähigkeiten C99, die C90 dann nicht hat, also wie sowas, ja, weil man da natürlich wirklich mehr Sachen mitmachen kann. Wobei das Schlimmste eigentlich ist, dass Microsoft seine C-Compiler gar nicht mehr weiterentwickelt. Also, ich meine, die bleiben wirklich bei C90 stehen. Also, die sollten man einfach dafür eigentlich auch auf den Mond jagen. So, gut, also, Problem ist. Jetzt allerdings nicht, also hier, wenn ich das mache, dann haben wir ein Problem, nicht weil Temp jetzt irgendwie überschrieben wird durch das Temp, was da steht, sondern weil jetzt irgendwo dann, wenn die Variable, wenn ich Temp hier benutze, ja, dann blende ich das Temp hier in dem Block nämlich aus. Ja, und damit kann ich sozusagen jetzt keinen, also zumindest in eine Richtung kann ich nicht zwei Variablen vertauschen, wenn die eine Variable Temp heißt. Gibt es zumindest einen Compile-Error? Error-Value gleich End-Value? Nö, Temp gleich Temp kann ja schon, also int Temp gleich Temp, also das könnte sein, dass er dann, nee, das macht er auch nicht, er sagt ja int Temp gleich A. Genau. Nö. Ersetzt das ja nur textmäßig. Ja. CP-Prozessor. Ja, genau, die Frage ist, ob danach, was er ersetzt hat, zum Fehler kommt, aber ich glaube hier... Nicht, aber halt aus einem anderen Grund, wenn dann. Ja. Aber das können wir ja reparieren. Das können wir hier reparieren, allerdings so zum Beispiel, indem ich die Variable einfach nicht temps nenne, sondern x zweimal Gartenzaun y. Also ist jetzt auch wieder eine Sache, die der Präprozessor nur kann. Was der macht ist, wenn ich zwei, er zählt das Ganze an Tokens und wenn ich zwei Tokens habe, x, y, dann verklebt er die beiden Token zu einem neuen Token, was halt vor, die beiden Bezeichner jetzt zum neuen Bezeichner zusammen. Das heißt, und damit haben wir das Problem an dieser Stelle gelöst, ja, für dieses spezielle Problem haben wir gelöst, weil natürlich jetzt, ich meine, x hat eine gewisse Länge und y hat eine gewisse Länge und dieser Bezeichner, der ist definitiv ungleich x und ungleich y, ja, weil er eine größere Länge hat als x und y einzeln. Das heißt also, dieses Makro ist soweit hygienisch.
war aber, also ist jetzt nicht, nicht für einen Makroprogrammieranfänger offensichtlich, dass er das so machen muss. Und es ist auch keine allgemeine Lösung, ja, diese Lösung funktioniert hier nur, weil die Makroargumente Bezeichner sind. Ja, weil ich dann kann ich hier natürlich einen neuen Variablennamen zusammenbauen. Sobald aber noch eine weitere Variable im Spiel ist, die dann vielleicht da oben gar nicht auftaucht bei den Parametern x und y, dann geht das Ganze schief. Also es ist keine wirklich allgemeine Lösung, aber hier funktioniert es. CAML ist auch eine Methode, das Problem zu lösen, nämlich die heißt GenSym, also für ja, Symbol Generator. Die, also ich hatte auch wieder ein Swap-Makro, also ich möchte gerne x und y vertauschen. Und was, ich jetzt, was er jetzt macht, ist zur Kompilationszeit, weil hier steht noch kein Coarse-Code davor, ja, zur Kompilationszeit erzeugt er ein neues Symbol, das nenne ich jetzt TempSym. Ja, also TempSym ist also gewisserweise eine Metavariable, deren Wert jetzt eine neue Variable ist. Und dann steht im Prinzip das da, was ich vorher in C geschrieben habe, nur in der CAML-Lisp-Syntax. Ja, hier schreibe ich die neue Variable rein. Dann setze ich x auf die neue Variable, das let, und zf ist in diesem Fall einfach hier die Zuweisung, also für set. So, und zwar, was ist GenSym? Das produziert ein nagelneues Symbol, was wir vorher noch nicht hatten, aber das Symbol hat keinen Namen. Also, sprich, es kann auf alle Fälle mit keiner Variable gleich sein. Das ist also sozusagen, ja, das ist etwas, was ich machen kann. Und damit habe ich die Lösung hier für die allgemeine Lösung für das Problem von gerade eben. In dem Swap-Beispiel in C konnte ich noch so ein Symbol generieren, indem ich diesen Trick machte mit diesen beiden Gartenzäunen. Aber das kann ich hier sozusagen immer machen, weil ich immer neue Symbole produzieren kann mit dem GenSym. So, es gibt aber auch die Methode hat ihre Grenzen. Ja? Gucken wir uns Folgendes an. Also jetzt will ich ein Makro definieren, was x ersetzt durch sein Quadrat. Ja, ist jetzt, okay, ich weiß, befasst sich hier am meisten mit funktionaler Programmierung, deswegen ist es hier vielleicht kein, ist nicht sehr idiomatisch da, dieses Makro zu benutzen, aber wollen wir das mal machen? Also x soll einfach ersetzt werden durch sein Quadrat und da das eine komplizierte Operation ist, Quadrat zu berechnen, ich will nicht jedes Mal, wenn ich Square x schreibe, will ich nicht, dass der Compiler dann sofort hier die riesen Quadratfunktion hinschreibt, habe ich vorhin eine Funktion definiert, foo, die einfach x mit sich selber multipliziert. Ja? Das wir vorher hatten, das GenSym, das ist das was, was man auch in Lisp schreiben könnte, oder ist das was, was der Compiler macht? Oder? Das kann ich auch in Lisp schreiben, weil das ist ja Lisp hier. Nein, das GenSym, also die Implementierung von diesem GenSym, das ob du das GenSym selbst schreiben könntest. Achso, jetzt verstehe ich das. Nee, da muss ich schon, also ich muss schon irgendwie etwas in den Compiler reingucken können, genau. Weil ich, ja. Also ich könnte natürlich irgendein Symbol nehmen, aber dann müsste ich irgendwie eine Möglichkeit haben, ein Symbol zu generieren, von dem ich weiß, dass es an der Stelle und in allem, was danach sozusagen im Block noch folgt, nie benutzt wird. Also, aber ich meine, könnte man nicht zur Compile-Zeit eine Laufvariable haben? Und dann nennt man das neue Variable 1, neue Variable 2. Ja, da müsste ich also mein gesamtes Programm ersetzen. Also da müsste ich ein Makro schreiben, was ein Programm nimmt, in dem GenSym auftaucht und das dann expandieren in 1, wo ich explizit alle Variablen Alpha umbenenne. Das kann ich natürlich machen, aber dann habe ich im Endeffekt einen ganzen Lisp-Compiler geschrieben. Also. Aber im Prinzip ist das richtig. Also insofern kann ich das in CAML-Lisp schreiben, ja, weil das Makrosystem definitiv Turing vollständig ist. Und also ich kann sozusagen. Und CAML-Lisp hat sogar noch Reader-Makros. Das heißt, sogar der Parsing-Prozess, wie ich sozusagen aus. Oder der Lexik, also der Scan-Prozess, wie ich aus dem Eingabetext die einzelnen Tokens mache, kann ich noch durch Makros abändern. Also im Prinzip kann ich vielleicht, wenn ich einen C-Compiler anwerfe, dann auch den C-Lisp-Compiler anwerfe, dann auch ein C-Programm damit starten. Ja, das ist aber solche Arbeit. Gut. So, hier gibt es noch ein Problem. Wenn ich jetzt nämlich irgendwo anders ein Programm aufrufen will,
mein Quadrat setzen, ja. Und dann habe ich in diesem Programm Foo schon irgendwie anders gebraucht, weil ich eine Kubikfunktion haben wollte. Dann definiere ich jetzt eine Variable mit dem Wert 10 und will sie jetzt quadrieren. Dann setzt ihr jetzt eigentlich die Variable auf 1000, weil er natürlich jetzt eine Ersetzung macht. Wenn ich das aufrufe, ersetzt er diesen Syntax, also ersetzt er jetzt das hier durch die Syntax, die hier steht. Und naja, dann steht hier entsprechend x ist foo x, aber das ist das, was als letztes die foo-Definition war. Und das ist ein weiteres hygienisches Problem, also das Makro ist da oben nicht hygienisch. Und das Ganze, das heißt, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten, warum so ein Programm nicht hygienisch ist. Einmal, wenn ein Makro nicht hygienisch ist, also erstens, wenn Bezeichner eingeführt werden, wie die temporäre Variable am Anfang, dann kann es ein Problem geben mit Variablen, die schon vorhanden sind, durch den Makrobenutzer. Das kann ich mit GenSim beheben. Oder es ein zweites Hygieneproblem ist, wenn Variablen gebraucht werden in der Expansion des Makros oder Funktionen, von denen aber sozusagen der Makroprogrammierer nicht weiß, wie sie eigentlich aussehen an der Stelle, wo das Makro benutzt wird. Und das Problem lässt sich jetzt hier nicht beheben. Also meine eine Möglichkeit natürlich, darum herum zu gehen, ist, ich nenne die Funktion nicht foo, sondern schreibe ich hier vorne irgendwie eine zufällige Zeichenkette mit mindestens 40 Zeichen, ja, oder so eine UUID davor. Dann ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das hier raten kann. Das wird natürlich auch häufig so gemacht. Ich meine, das... mit GenSim geht es auch nicht. Da müsste man das unten ersetzen irgendwie. Genau. Für eine Makroscheibe. Nee, das Problem ist, wenn ich jetzt hier definiere, wenn ich sage, ich mache GenSim, ja, dann definiere ich das GenSim. Dann muss ich aber irgendwann mal expandieren, das GenSim ist ja auch einer Variable zugeordnet. Da muss ich mal expandieren, irgendwann mal. Muss ich damit ein Komma irgendwie machen an der Stelle? Ja, aber ersetzt es dann wieder und dann. Ja, also die Lösung ist jetzt nicht in CamLisp. Aber ja? Ist doch alles irgendwie nur so ein Scoping-Problem, oder nicht? Also ich meine, steht da jetzt alles nur da, also das sind ja alles auch Probleme, die man nicht hat, wenn man irgendwie das ganze Scope macht. Im Sinne von Namespaces, wo genau. Der Motor gerade genau. Ja genau, das ist ja das, was ich meinte. Ich kann natürlich eine Zeichenkette davor schreiben. Ja, ich glaube, in CamLisp kannst du das Problem lösen. Mit Module, ja, genau. Du deklarierst dann das. Enclosure ist auch jedes Symbol mit einem Modul. Ja, nee, und ja, das geht. Müssen, glaube ich, dann Module eindeutig sein. Also dann hat man das Problem schon gelöst. Genau, also ich meine, es gibt natürlich, das ist klar, aber jetzt. Aber es ist ja wenn nicht, ich der jetzt, Punkt, nicht der Punkt, genau. Also ich meine, irgendwie kann man es immer lösen, aber es ist jedenfalls, ich wollte damit sagen, dass GenSim alleine reicht jetzt hier nicht aus. Das ist ja nur so ein dynamisches Scoping hier auf das Foo. Und das war ja früher in Lisp immer so. Nee, das ist jetzt nicht dynamisch, das kann ja lexikalisch sein. Ich kann ja auch eine lokale Variable, ich kann eine lokale Funktion Foo mit dem Labels hier definieren. Also das Makro verhält sich so, als hätte man dynamisches Scoping. Achso, ja, genau, das ist richtig. Und das erinnert so an ältere Zeiten, kam in Lisp ja das erste statisches Scoping genau. Hat einzuführen, ist das Teil des Problems. Die haben sozusagen nur die Hälfte gemacht. Ja, wenn man so will, also ich, genau, wir sehen ja gleich, wie das sozusagen in Scheme gelöst wird, da ist es sozusagen das Problem nicht, da hat man wirklich lexikalisches Scoping auch für das, was ich im Makro ersetze, aber trotzdem kann ich wiederum hygienisch dynamische Makros, Makroparameter benutzen. Ja. Gut, also was sind jetzt hygienische Makros und die sind seit 1998 standardisiert. Die Scheme Standards sind ja immer diese Revised Reports, also ist ja die fünfte Revision des Reports on Scheme. Die definiert dann oder standardisiert hygienische Makros. Die tauchten aber schon auf im Anhang von R4RS und im Prinzip sind sie sozusagen als Möglichkeit zu Scheme hinzuzufügen seit 1986. Da gab es die ersten Paper dazu. So, und was sagt jetzt der aktuelle Report, also R7RS, sagt also zu den Scheme-Makros, ich habe es einfach jetzt mal zitiert, ja, the macro definition facility consists of two parts. Also erstmal
muss ich Makros definieren können. Ja, das ist a set of expressions used to establish that certain identifiers are macro keywords. Also zum Beispiel mein Square von vorhin. Und associate them with macro transformers. Das ist also das, was sagt, wie ich das Makro zu expandieren habe. And control the scope within which a macro is defined. Das bedeutet einfach nur meine bisherigen Makros in C, define, bla bla bla, oder mein def-Makro, das war global definiert. Also wenn ich jetzt wieder Module weglasse, dann ist es sozusagen komplett global definiert. Ich kann aber auch lokale Makros in Scheme definieren, die also auch dann wirklich genauso lexikalisch dann gescoped sind. Das ist sozusagen der erste Teil. Und der zweite Punkt ist, was auch noch definiert wird, ist, ich muss natürlich sagen, was jetzt ein Makrotransformer ist. Und das ist das zweite, a pattern language for specifying Makrotransformers. Das ist der Unterschied jetzt zu den Makros in CumLisp, die wir jetzt gerade gesehen haben. Da war der Makrotransformer war eine Prozedur, die auch wieder in CumLisp geschrieben ist und deren Aufgabe einfach ist, die Eingabe zu ersetzen durch eine Ausgabe. Und die hygienischen Makros in Scheme, die hier standardisiert worden sind, die erlauben weniger. Das ist dann mehr, also ich kann nicht eine ganze Funktion dann laufen lassen, sondern das ist eher wie die C-Makros, dass ich durch Mustervergleich einfach eine Ersetzung mache. Im Gegensatz zu C sind diese Makros allerdings Turing vollständig, das heißt grundsätzlich lässt sich alles zum während der Kompilationszeit berechnen, was berechenbar ist. Gut, also das Beispiel in Scheme, das ist jetzt Swap, das definiert das Makro Swap. Hier kommt ein Ausrufezeichen dahinter, das ist in Scheme immer so, wenn etwas nicht funktional ist, dann schreibt man Ausrufezeichen dahinter, um einfach dann auch davor zu warnen. So, was macht das? Also, Syntax Rules ist das Makrosystem, was standardisiert ist in R7RS. Und es gibt hier ein Muster vor, also das ist das, was beim C, ne, define swap xy war, ja, gibt es Muster vor und dann sagt es, durch was es das zu ersetzen hat. Und es ersetzt eben dann hier x, also was immer ich hier für x einsetze, ersetzt es hier und hier. Und was ich für y einsetze, ersetzt es entsprechend hier und hier. Und ansonsten sieht die ganze Definition natürlich ziemlich ähnlich aus wie die in CumLisp. Ja, außer, also mit vielleicht zwei Unterschieden. Also erstmal habe ich die ganzen einfachen Anführungszeichen und Kommas hier nicht. Das liegt daran, dass es eben hier kein Programm ist, was hier läuft, sondern das ist expliziter Ausdruck. Und die zweite Sache ist, dass das Temp hier kein Gensim davor hat. Und die Frage ist eben, was passiert jetzt bei dem Beispiel, wenn ich jetzt Temp 1 zuordne, A2, und dann mache ich genau das, was schiefgegangen ist bei meinem ersten Beispiel in C. Und der Punkt ist der, es funktioniert einfach. Das liegt daran, dass alle neuen Bezeichner, die hier auftauchen, dass die einfach, das werden wir gleich sehen, also die haben sozusagen, die sind sogar gescoped sozusagen da, wo die Definition ist und nicht da, wo ich das Ganze anwende. So, was sagt der Report dazu? Also, the syntactic keyword of a macro can shadow variable bindings and local variable bindings can shadow syntactic bindings. So, das bedeutet zunächst mal, dass ich meine Swap, ich habe mein Swap-Makro definiert und wenn ich jetzt innerhalb des Bereiches, wo mein Swap-Makro definiert ist, jetzt eine lokale Definition von einer Variable namens Swap mache, dann überschreibt es das. Das heißt, ich bin im gleichen Namensbereich. Und umgekehrt gilt das auch. Und jetzt two mechanisms are provided to prevent unintended conflicts. Also, das sind die beiden, die wir vorhin schon gesehen haben. Also, if a macro transformer inserts a binding von identifier, das ist mein Temp von vorhin, ja, weil ich Temp gebunden habe, nicht beim Expansionsprozess. In diesem Fall ist eine Variable, wird gebunden. Keyword ist, wenn ich sozusagen das Makro expandiert in eine weitere Makrodefinition.
Ja? The identifier will in effect be renamed throughout its scope to avoid conflicts with other identifiers. Das heißt also, der Makrotransformer ersetzt temp durch irgendwas anderes, temp 2, wenn temp schon auftaucht, sodass eben mit anderen, also es ist ähnlich, er macht sozusagen das mit, was GenSim gemacht hat, hier automatisch. Und das zweite ist, if a Makrotransformer inserts a free reference to an identifier, und das ist, was ist damit gemeint, also das ist diese Variable, die sei frei innerhalb dessen, innerhalb des Expansionstextes. Also zum Beispiel bei diesem cum-lisp-makro square ist es foo frei gewesen in dem Ersetzungstext von dem Makro, weil es ja außerhalb definiert ist. Und wenn er das macht, ist dann, das ist jetzt sozusagen, wo das jetzt lexikalisch sinnvoll macht, ja, the reference refers to the binding that was visible where the transformer was specified, ja, regardless of any local bindings that surround the use of the macro. Wenn man das immer haben, man könnte ja haben, weil das Makro gerade mit der lokalen Bedeutung von foo arbeitet. Da muss man es ja übergeben. Kann ich übergeben, genau. Also, ich meine, irgendwann will man vielleicht nicht. Das werden wir. Genau, also das kann ich mit hygienischen Makros, also nee, mit denen, wie sie in R7RS spezifiziert sind, nicht machen. Ist aber auch, wird vielleicht als schlechter Stil auch angesehen, ja. Also vielleicht das Beispiel ist, wenn ich in Python eine Klasse habe, ja, und eine Methode schreibe, dann muss ich da mal self reinschreiben, damit ich. Kann ich auf self zugreifen. Dagegen ist es in JavaScript oder Java, gibt es einfach this. Und das ist sozusagen, das auch, genau, das bezieht sich dann immer auf die Klasse, in der ich gerade bin. Ja? In Makros, da müsste ich entsprechend das immer mit übergeben. Das wäre jetzt die analoge Sache. So, jetzt machen wir ein weiteres Beispiel, nämlich das Square. Das ist, was in Scheme auch einfach funktioniert. Ja, ich setze foo. X ist die Funktion, die multipliziert X mit sich selber. Dann definiere ich das Makro, was eine Variable quadriert, auch wenn Ausrufezeichen sicherheitshalber. Dann mache ich das hier und jetzt setze ich, das ist im Prinzip wie das cum-lisp-Makro, was vorher da stand. Und jetzt definiere ich lokale Variablen, einmal foo, und die Variable foo ist einfach die Funktion, die X zur dritten Potenz erhebt. Und x setze ich auf 10 und dann wende ich das Makro an und dann gucke ich mal an, was rauskommt. Dann kommt in diesem Fall das gewünschte Ergebnis, 100 steht hier. Das ist sehr klein geworden, die 0. Ja, gut. Also auch hier wieder in dem Fall, weil er eben, also dieses foo, das ist frei an der Stelle im Makrotext und deswegen guckt er sich an, welches foo war denn hier gerade sichtbar bei der Expansion. Gut, wir werden später sehen, wie diese Anforderungen für Scheme implementiert werden können. Ja, es gibt auch diverse Implementationen von diesem Makrosystem. Und wenn man das jetzt wortwörtlich nimmt, was da stand, nämlich eine neue Bindung für ein Identifier im Makrotext eingesetzt wird, dann wird er umbenannt. Wenn die das jetzt sozusagen zu Fuß jetzt übersetzen, also in Code übersetzen will, wenn ich so einen Makroexpander schreiben will, dann muss der Makroexpander ziemlich viel wissen über Scheme. Denn er muss nämlich alle Bindungskonstrukte wissen, damit er nämlich weiß, wenn dann sowas steht wie let oder lambda, welches Variablen bindet, dass er dann genau diesen Prozess macht. Und es gibt auch einen, der übliche Expander für R6-RS-Scheme, der noch viel mehr macht als das, was da steht, der kennt sozusagen auch die ganzen, der kennt sozusagen diese Bindungskonstrukte und macht das auch in der Art. Ja? Vielleicht den Anfang vom Vortrag verpasst habe, ist vielleicht eine dumme Frage, aber
Wofür braucht man denn Makros, was sich nicht mit Funktionen und so weiter machen lässt? Also Daseinsberechtigung von Makros überhaupt? Nee, also genau, der erste, also, wir werden noch ein paar sehen. Ja, also angenommen, also meine, das, was ich jetzt, also hier, ich meine, wenn meine Programmiersprache nicht so eine, weil meine Programmiersprache keine Möglichkeit hat, die Werte zwei Variablen zu vertauschen, ich brauche es aber häufig, dann kann ich, da kann ich mir es halt selber definieren, in diesem Fall. Ja, das kann ich natürlich nicht mit einer Funktion machen, weil x und y Variablen sind. Und wenn ich die Werte übergebe, dann kann ich nichts machen. Also für den Zeiger auf die Variablen. Hm? Und für den Zeiger auf die Variablen. Wenn es gibt. Ja, genau. Genau. Also ich kann das ist natürlich richtig. Also das ist jetzt ein langweiliges Beispiel, ja. Aber der Punkt ist einfach der, wie groß möchte ich meine Programmiersprache eigentlich haben? Und da möchte ich nicht, dass meine Programmiersprache wenige Elemente besitzt. Und die kann ich dann, also da kann ich den Rest einfach dann selber dazu programmieren, beziehungsweise durch Bibliotheken laden, ohne dass ich am Sprachstandard was ändern muss. Mhm. Andere Möglichkeit, das hatten wir mal beim letzten Vortrag gesehen, war so ein Pattern-Matcher, der in Scheme nicht dabei ist, der aber sozusagen für viele Programmiersprachen eine zusätzliche Syntax ist. Das ist aber gar nicht nötig, weil ich das Ganze auch komplett als Makro programmieren kann. Mhm. Gut, dann ist die Frage einfach dadurch bedingt, dass ich Scheme als Programmiersprache nicht wirklich kenne. Also vielleicht eine andere Sache ist, wenn ich, wo Makros sehr häufig gebraucht werden, ist für DSLs, also Domain Specific Languages. Wenn ich zum Beispiel, also genau, also ich möchte jetzt ein ganz konkretes Problem lösen, was ich zum Beispiel sinnvollerweise, also vielleicht ein logisches Problem, was ich in Prolog lösen würde. Ja, das möchte ich aber, mein Rest vom Programm ist aber nicht in Prolog, sondern es ist in Scheme oder in Haskell oder C geschrieben. Dann wäre es ja ganz gut, wenn ich einbetten könnte, Programmfragmente, die wie Prolog ausgewertet werden. Und das kann ich natürlich mit dem Makrosystem machen. Ja. Ich kann mir natürlich einen Prolog nach Scheme-Compiler als Makro schreiben. Also einfachste Art, und der mir das dann macht. Also abstrakt gesehen würde ich das so beantworten. Also man kann auf die Syntax zugreifen und man kann die Auswertungsstrategie beeinflussen. Also man kann so ein sequenzielles End oder sowas implementieren. Und das Zweite ist für Sprachen wie Haskell oder Scala nicht so wichtig, weil die das schon on board haben. Also in den Lisp-Dialekten haben wir halt eine festgelegte Auswertungsstrategie. Das Zugriff auf die Syntax des Programms ist dennoch notwendig. Das sehen wir in Scala oder das sehen wir auch in Haskell, wo dann diese ganzen wilden Sachen kommen. Naja, da ist die, also da bist du wirklich, also ich glaube, das ist diese komische, dass man so diese Introspektion und dann so rumfuscht an dem, was da zufälligerweise steht. Aber auch was du gesagt hast, Pattern Matching, das sind Binder, das sind so Bindungsstrukturen, also das sind syntaktische Dinge, die plötzlich so neue gebundene Variablen, das kann man auch relativ weit treiben ohne Makros, aber irgendwann kommt immer der Punkt, wo man rumfuschen will an der Sache. Ja, also ich meine, wenn man jetzt ein, wenn ich jetzt zum Beispiel C mit C++ vergleiche, ja, wenn ich jetzt ein halbwegs großes C-Programm habe, dann brauche ich Makros, ja, weil ich mir sonst in Wolf schreibe. Ja, also wenn ich, weil ich habe da zum Beispiel, weil ich da keine Templates habe, wenn ich da generische Funktionen brauche, dann kann ich das natürlich mit Makros komplett simulieren, ja. C++ hat das wesentlich weniger nötig, weil ich da die Templates habe. Aber auch selbst da gibt es auch wieder Fälle, wo es sinnvoll ist, mal Makros zu verwenden. Also ist natürlich mal so ein bisschen die Frage, wie viel hat die Programmiersprache von vornherein an Bord, ja. Aber C++ war ja ursprünglich auch ein sehr elaboriertes Makro für C, bloß halt nicht mit dem Standard C. Ja, ja. Also C++, die ersten Versionen, war halt ein Ersatz für den C-Preprozessor, den Standard. Interessant. Aber im Endeffekt ist ja das, was C falsch macht, ist, dass es im Lexa schon versucht, das Makro. Ja, ob das falsch ist, die meisten machen das, ja. Also und was man hier macht, ist das Ganze auf die Abstract Syntax Tree. Richtig, genau. Auf die dritte Ebene quasi.
Oder auf die zweite Ebene, ja. Das ist nicht, dass man bei 0 oder bei 1 anfängt zu zählen. Syntax ist mit Scopes. Diese Bindungen aus Scopes. Genau, und hier, wenn wir quasi Namespaces haben und neue Symbole, wirklich symbolisch arbeiten können. Genau. Damit man nicht aus Versehen in dieses, oh, ich habe den gleichen String gewählt wie der außen. Oh nein, was passiert denn jetzt? Wenn man halt symbolisch arbeitet, dann sagt man ja neues Symbol. Genau. Kann ich dem Scheme-Makrosystem eigentlich so etwas wie Typen übergeben? Also in Zähler gibt es ja sehr oft die Makros, die nehmen einfach nur Typen, weil die das braucht für ein bisschen Pointer-Magic. Ja. Und das wird dann erst, wenn es wirklich expandiert ist. Die Linkliste im Linux-Kernel zum Beispiel. Oder? Also nochmal, also das habe ich nicht verstanden. Was kriegen Sie? Typen. Also in C gibt es zum Beispiel das Offset auf Makro. Ja, genau. Hm? Ja, also ich schreibe einfach Int rein oder sowas, ja. Ja gut, aber der Punkt ist der, es gibt hier kein Typ, also es gibt schon Typen, aber das ist dynamisch typisiert. Kann man nicht irgendwie so Typen Matches hinschreiben oder so? Ich glaube, das geht irgendwo in Commandist. Nee, also hier ist das Problem, also die Variablen sind nicht typisiert, ja, was typisiert sind ihre Werte. Und die Werte sehe ich zur Expansionszeit des Makros nicht. Die sind unitypisiert. Ja, genau. Also deswegen kann ich halt nicht, habe ich jetzt keine Typen mehr. Also Typen existieren zur Laufzeit, nicht zur Kompilationszeit. Es gibt Racket, da könnte man mal schauen, was Racket macht mit seinen Typerweiterungen. Ja, zum Glück ist das Makrosystem von Scheme ja Turing vollständig, das heißt, ich kann einfach Typen da reinfrickeln. Das wird eigentlich schön. Ja, die Frage ist also. Das ist aber hygienisch. Du wirst zumindest nicht krank davon, hoffentlich. Gut, wir waren jetzt hier, wo das Scheme auch einfach funktioniert. Und jetzt gucken wir uns das Standard-Makrosystem von Scheme nochmal etwas genauer an. Also, ein Beispiel, wo man eine Transformationsregel hat, ja, ist das Makro given that. Also es stammt als Beispiel aus dem Report, deswegen habe ich es jetzt hier genommen. Ja. Given that. Rufe ich auch, also ich definiere erstmal die Syntax. Let-Syntax ist genauso etwas, was ich lokal dann definiere. Das heißt, nur in diesem unteren Block ist given that definiert als Keyword. Und ist wieder ein Syntax-Rules-Makro. Andere gibt es im Standard nicht. Also given that rufe ich auf mit einem Test und dann kommt eine Folge von, hier steht Statements. Ich hätte auch Expression schreiben können, weil da kein Unterschied ist. Und er ersetzt das Ganze durch. Also if test. So, und die if-Form, die hat entweder zwei oder drei Argumente, nämlich den Test, dann das, was der Wert, wenn der Test war es, oder falls es ein drittes Argument hat, noch der Wert, wenn der Test falsch ist. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach hier Statement 1, Statement 2, Statement 3 hinschreiben, sondern ich mache das Ganze mit einem Beginn zu einer einzigen Form. So, jetzt sieht man das war diese Sprache, nämlich diese Pattern-Sprache, sieht man hier so ein bisschen, was er macht. Also ich kann wirklich relativ das Ganze formulieren, wie man das da vielleicht auch natürlich sprachlich machen würde. Ja, also ich kann Punkt, Punkt, Punkt schreiben. Und das bedeutet, dass dieses Ding hier, das darf größer gleich 0 mal auftauchen. Und dann ersetzt er einfach überall da, wo Statement 2, Punkt, Punkt, Punkt steht, das Ganze durch die Folge. Durch die eingespleiste Folge oder durch die Liste? Nee, durch die eingespleiste, so wie es da steht. Also, ja. Genau, die Idee ist, wenn ich in der Ausgabe genau das gleiche schreibe wie in der Eingabe, kommt das gleiche raus. Genau, das war dieses Komma, Klammer, Affe, Body bei Lisp und mit dem und Rest. Also ist, wie gesagt, das ist etwas einfacher. So, und hier sieht man aber Hygiene. Ja, ich kann jetzt hier zum Beispiel if auf true setzen. Das heißt, ich habe hier kein if mehr zur Verfügung. Ja, das macht aber nichts, aber given that. Und dann kann ich testen, ob if dann wahr ist. Und dann taucht hier zwar if auf, aber wegen Hygiene nimmt das if, was hier oben gültig war. Deswegen funktioniert es. Und jetzt setzt er hier if auf now, und dieses if hier wird ja eingesetzt in Statement 1. Dann schreibt er hier Statement 1, aber hier benennt er das nicht um, weil er jetzt hier ja nicht den
Also, weil das sozusagen kam vom Aufruf her. Das heißt, dieses if hygienisch, ja, ist jetzt genau das, was auch, also wo der Makrobenutzer auch dachte, das ist mein if und deswegen kommt auch wirklich now raus. Gut, hier ist das Beispiel, wo wir es gerade mit der Auswertungsstrategie hatten, also bei dem oder. Es ist auch, also my or, das, also man heißt es my or, eine or gibt schon, deswegen, das muss ich jetzt nicht noch definieren, aber in der Sprachspezifikation ist das or auch genau über so ein Makro definiert. Deswegen hat es also ein gewisser Vorteil, auch Makros zu haben. So, was soll my or sein? Das soll einfach schauen, ist die, wenn E1 wahr ist, dann ist es. Also das heißt, wahr ist alles, was nicht falsch ist, ja, dann liefern den Wert von E1 zurück, ansonsten werte E2 aus und so weiter. Und wie, was ist das? Also myOr, wenn ich gar nichts reinschreibe, ist es falsch. myOr von E, es kommt einfach E raus. Ja. Und ansonsten, ansonsten gucke ich, also wenn der Wert von E1 wahr ist, dann gebe E1 zurück und ansonsten mache einfach weiter mit dem Rest. Das ist also jetzt ein Makro, was aus mehreren Transformationsregeln besteht. Und jetzt steht hier E2 Punkt, 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 das ist größer gleich 0. Das heißt, ich könnte auch das hier stehen, das könnte ich auch einsetzen. Das heißt, ich habe zwei Regeln, also die Regel ist allgemeiner als die, aber er wendet die Regeln von oben nach unten an. So, warum muss ich jetzt hier diese temporäre Variable zufügen? Naja, E1 kann ein Ausdruck sein mit Nebeneffekten und den möchte ich nicht zweimal auswerten. Deswegen muss ich den erst zuweisen. Also hier sieht man natürlich, dass jetzt, wenn es rein funktional wäre, also noch hygienischer wäre, dann müsste ich auf solche Sachen nicht achten. Genau, aber... Und das Beispiel zeigt auch ganz gut, warum man in Haskell nicht so oft Makros schreiben muss, weil das wäre, da hätte einfach Laziness einem einfach geholfen und man hätte sich darum gar nicht kümmern müssen. Genau, der einzige, das Problem ist natürlich, aber das ist also das grundsätzliche Problem mit Haskell, wenn ich jetzt sozusagen was über die Laufzeit sagen möchte, genau, oder sie optimieren will, dass ich dann natürlich wieder so etwas ab und zu mal gerne hätte, ja? Beziehungsweise habt ihr auch da, man hat ja auch da diese strikten Variablen. Ja, genau, was halt auch im Endeffekt natürlich ein bisschen Ad-Hoc-Lösung ist. So, jetzt ein anderes Beispiel aus der Standardbibliothek, das ist vereinfacht. Das ist cont. Das testet einfach eine Reihe von Bedingungen ab. Und jetzt taucht das erste Mal hier an der Stelle, da taucht jetzt etwas auf zwischen den Klammern und hier steht jetzt else und else ist ein Schlüsselwort, also im Prinzip hätte ich es so nicht else nennen können, ich hätte es irgendwie nennen können. Und wenn er, das ist nur eine Anweisung an diesen Pattern Matcher auf Makroebene, dass er jetzt immer, wenn else geschrieben wird, dass hier keine Variable ist, ja, sondern das dann explizit vergleicht mit dem, wenn ich das cont anwende, ob der Benutzer des Makros auch an der Stelle genau else geschrieben hat oder nicht. Ja, also hier vergleicht er das dann wirklich hier vergleicht er die Bedeutung dieses Bezeichners mit der anderen. Das ist ein Literal, wörtliches Literal, genau. Und das muss ich halt oben angeben, weil wenn das hier weg wäre, dann wäre else eine Variable wie jede andere und dann würde ich die Regel gar nicht unterscheiden können mit einer der anderen Regeln da unten. Auch hier ist wieder Hygiene versteckt und zwar, wenn er diesen Literalvergleich macht, ja, könnte es auch sein, dass ich nicht else schreibe, sondern was weiß ich, sonst. Und da würde es trotzdem noch als else erkennen, wenn sonst an der Stelle, wo ich das Makro benutze, die gleiche Bedeutung hat wie das else an der Stelle, wo ich das Makro definiere. Das heißt also, ich kann auch im Prinzip dann anfangen, Sachen umzubenennen, wenn ich möchte. Ja? Und dann kann ich im Prinzip auch mein Scheme-Programm komplett in Deutsch schreiben, wenn es nötig wäre. Ja? So, jetzt auch eine Sache, auch wofür Makros braucht. Also Scheme kommt mit wenigen primitiven Formen aus. Also die Idee ist natürlich irgendwie alles auf ein Lambda-Kalkül zu reduzieren. Und let definiert Variablen. Ja, also was ist let? Ja, also ich möchte sozusagen, ich führe Bindungen ein. Ja, Name bekommt den Wert val hier in dem Funktion, also in diesem Körper.
Und das Ganze kann ich natürlich einfach ausdrücken, also kann ich ersetzen durch eine Anwendung, direkte Anwendung auf einen Lambda-Term, indem ich natürlich einfach eine Funktion definiere mit den Werten, mit dem Parameter oder formalen Argumenten, Name und so weiter, indem ich dann die Werte einsetze. Und das ist sozusagen also ein großer Vorteil. Also Scheme kommt dann wesentlich mit 10 Grundformen aus. Und den Rest kann ich dann da komplett. Also im Wesentlichen, also wenn man noch weiter eindampft, bleibt fast dann nur noch Lambda übrig, ja? Das ist halt. 6 sind in R5 RS zumindest. Ja, wie man auch 10. Ja genau, also ich meine. Gut, na, ich kann auch neue Sprachstrukturen in C, in den Scheme schreiben, das ist, soll ein While sein. Jetzt kommt hier Hygiene ins Spiel. Was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte jetzt eine While-Schleife schreiben, wie in C oder JavaScript. Hier kommt die Bedingung rein und dann soll er dieses Ding hier ausführen, solange die Bedingung wahr ist. Und das Problem, also was ich auch gerne machen möchte, ich möchte ab und zu mal vielleicht mal die Schleife wieder an den Anfang der Schleife springen, also ein Continue machen, oder ich möchte einen Break machen, wenn ich aus der Schleife rausspringe. Das Problem ist, wenn ich jetzt Break oder Continue an der Stelle schreibe, dann weiß das Makro ja nichts davon, dass das, was ich hier, wo hier Break oder da Continue steht, dass es da genau das ist, was ich da meine hier oben. Das ist wie das This von vorhin. Das muss ich also explizit übergeben. Und deswegen übergebe ich dem Makro hier an der Stelle nochmal B und C. Das, so möchte ich nämlich meinen Break und mein Continue genannt haben. Und funktionieren auch Break über mehrere Schleifebenen dadurch? Dadurch funktioniert, genau. Also hier sozusagen explizit benannt. Okay. Hm? Ja. Genau. Feature wie bei PHP, Break dollar random, Break oder random number of loops, geht so nicht. Okay. genau, jetzt, also wie, jetzt sehen wir auch hier, wie, also was ich sozusagen reinstecke, ja. Und eine Sache, die jetzt vielleicht hier noch interessant ist, ist, die Frage ist jetzt sozusagen, das ist ein bisschen was ich will, ich fange mal Makro. Jetzt, wenn ich hier noch die Variable B habe, ja, also hier in dem Test bringt man meinen Break eigentlich gar nichts. Also man, da kann ich es auch sofort, also den Test einfach umschreiben, ja? Da brauche ich keinen Break einzusetzen. Das heißt, es ist eigentlich sinnvoll, dass das B hier an der Stelle noch gebunden ist, nicht gebunden ist zu dem Break, sondern zu dem, was nochmal außerhalb war. Das ist aber, das gehört zu meiner Spezifikation von meinem While-Makro. Das ist auch nicht standardisiert, das ist jetzt einfach ein Beispiel. Und das Ganze kann ich natürlich hierdurch lösen. Ich muss hier irgendwo testen, die Bedingung C für Condition, die hier. Und wenn ich jetzt aber hier reinschreibe, was ich hier als Cont habe, dann habe ich das Problem, dass ich hier oben ja schon hier drin mein Break gebunden habe. Und das hat auch mit Hygiene nichts zu tun, weil dieses Break ist ja exakt mein B hier. Also das, deswegen geht es nicht. Und was ich machen kann, ich kann hier vorne eine Funktion schreiben, C, welche das Ding auswertet, außerhalb des Scopes von dem Break. Und dann macht es hier genau das, was ich möchte. Das geht also. Was man hier auch noch sieht, ist, hier steht, nenne ich das Ganze cont. Jetzt gibt es cont auch schon einen, habe ich ja vorhin definiert, zumindest fast definiert, einen Syntakt, also ein Keyword. Das macht hier überhaupt nichts. Da habe ich das Keyword überschrieben, solange hier cont nicht auftaucht, ist es egal. Ja, also ich muss noch nicht mal die gesamte Sprachspezifikation kennen. Also insofern spielen Schlüsselworte hier keine Rolle. Genau, und ansonsten, was man hier auch noch braucht, um das Ganze zu implementieren, ist etwas, was CamLisp nicht hat, nämlich First Class Continuations. Ich muss ja dann sozusagen, ich brauche Ausdrücke, die wirklich rausspringen können, ja? Also ich brauche ein Goto, aber dann eben ein hygienisches Goto, was mein CallCC ist. Also mit dem Makro hat man Zugriff auf die Syntax und dem CallCC auf die Semantik. So, genau, genau. Also das Scheme ist gar nicht festgelegt, was es ist. Man kann dann alles machen. Das ist dann nur ein Beispiel, dass man so Standards doch ein strikt ausgewertetes Lambda Ja, nee, das ist noch nicht mal das. Also das Scheme hat Primitiven, also die kann, hat noch Delay und Force. Also, und jetzt kann ich natürlich, ich kann natürlich sagen, dass ich Funktionen definiere, also ich mache eine neue Funktion, schreibe ein Makro, mit dem man neue Funktionen definieren kann. Die neuen Funktionen definiere ich auch mal als Makro.
dass sie explizit einen Delay bekommen bei der Übergabe. Das ist ja eine Emacs-Felle dann. Und dann, nee, das kann ich ja dann automatisiert machen. Ja? Der einzige Punkt ist nur, wenn ich die ganzen Sachen dann auf, also wenn ich die referenzieren will, dann muss ich natürlich, also irgendwann muss es dann runtergekocht werden, dass immer noch Force dann dasteht, wo ich das dann brauche. Aber das Lambda und das Apply kann ich nicht so definieren. Ich glaube, das ist das, was der Kopf verschmeint. Das Lambda ist fest, oder? Kann man das Lambda auch noch? Das Lambda kann ich auch umdefinieren, ja. Aber gut, das will ich ja, glaube ich, gar nicht, weil wenn ich eine neue Semantik gebe, dann soll ich es auch anders nennen. Also die, nee, achso, die Applikation selber, die geht. Die ist strikt, ich meine, genau, das ist sozusagen, das ist Auswertungsmodell, aber ich muss dann halt, also was ich machen kann, ist, ich kann, wenn ich, ich kann aber sozusagen alle Funktionen als Makro schreiben und dann sagt man das Makro, wie ich es auswerte. Das Einzige, was ich dann nicht machen kann, dann kann ich die Funktion nicht mehr als Wert, dann muss ich explizit schreiben. Lambda-Schlüsselwort ist auch nicht mehr fest. Das ist eigentlich dann. Das kann man schon auch. Kann man das Lambda? Kann ich auch, ja, kann ich auch. Aber es ist die Frage, was. Also das. Das ist ein bisschen eigenartig. Ja, genau. Genau. So, jetzt wollen wir Postfix-Notation machen, also umgekehrte polnische Notation, UPN. Ich möchte also gerne sowas schreiben, ja. Statt plus 2010 will ich jetzt 1020 plus schreiben. Und was macht das Makro? Es nimmt eine Liste, die möchte es umdrehen und jetzt ist sozusagen, hier sind ein paar Tricks, die man mit diesem Pattern Matcher machen kann. Erstmal ersetzt das Ganze, ich schreibe die Liste hier nochmal rein, dann mache ich eine leere Liste und dann rufe ich das ganze Makro auf, was hier vorne mit ein Parameter Step hat. Das ist jetzt das erste Mal, dass ein String wirklich auftaucht. Ja, genau. Also es ist vielleicht auch schlecht hier, mein Makro, was ich gerade sehe. Also eigentlich sollte ich keinen String Step nehmen, weil das Makro dann nämlich nicht mehr funktioniert, wenn hier vorne mal Step steht. Ja. Also ich sollte eher noch ein Symbol nehmen, was unbekannt ist, ja? Ja? Also eine Bindung nehmen, die unbekannt ist. Hier fehlen noch zumindest die beiden Klammern, aber das ist egal. Und was ich jetzt mache, ist immer, wenn ich jetzt dieses Step-Makro habe hier und ich habe hier vorne schon eine Ausgabeliste angefangen zu konstruieren und das ist der Rest noch, dann schiebe ich jeweils das A1, also den vordersten Teil, hier nach vorne und das ruft dann immer wieder auf, schaufelt nach und nach vorne, bis hinten nichts mehr steht und dann gibt er den Rest aus, das heißt, dieses Ding dreht dann wirklich alles um. Also man kann also mit diesem Pattern-Matcher ein bisschen was arbeiten, ja? Setzt es dann voraus, dass der Operand ganz am Ende kommutativ ist oder geht das auch? Der Makro-Expander weiß ja gar nicht, was er. Ich kann jetzt mein gesamtes Scheme-Programm rückwärts schreiben, jedenfalls fast. Ah, okay. Das Problem ist fast, weil das, was er macht, ist momentan das hier, ja? Ich muss das eingeben, wenn ich 10 plus 20 rechnen will, aber die 20 zerlege in 5 und 15, weil er sozusagen in den Klammern nicht weiter zerlegt. Das Problem ist, was ich jetzt lösen könnte, wäre jetzt hier an der Stelle, wie vorhin, dann habe ich statt, wenn das erste hier eine Liste ist, und dann soll die Liste auch umdrehen. Das kann ich machen, nur wenn ich das hier mache, also UPN 42 x define values wird dann zu define values UPN x 42. Aber dann steht ein Schlüsselwort vor, nämlich define values, was ab dann, was dieses UPN x dann interpretiert als Variablen, die es zu setzen hat. Das heißt, das Makro wird jetzt nicht mehr expandiert. Ja, das liegt daran, dass diese Makroaufrufe, die funktionieren eben nicht nach Wert, sondern es wird nicht erst expandiert und dann das Makro aufgerufen. Das heißt, ich muss anfangen, das Makro irgendwie rekursiv zu definieren und aus Zeitgründen werde ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Aber die Idee ist. Also dann transformiert das Makro erstmal in Continuation Passing Style Form. Ich sage dem sozusagen immer was, wenn er fertig ist mit einem, soll er, was er hat, noch hier an die Continuation K ranhängen. Und zwar ist es eine syntaktische Continuation. Das heißt also, K ist selber ein Makro, das es übergeben bekommt. So, und jetzt kann er Folgendes machen, wenn er jetzt irgendwie umdrehen will, wo eine Liste drin steht, dann startet er das UPN-Makro neu, diesmal mit der Liste, und sagt dann, okay, ganz zum Schluss, dann
dann, wenn du damit fertig bist, dann steck mir das hier rein und dann macht er hier an der Stelle weiter. So, das kann man, also deswegen kann ich jetzt im Prinzip beliebige Sachen Makros programmieren. Also ist das Schreiben mächtiger Makros umständlich? Ja, Frage. Eine Antwort oder Lösung ist, also die Idee ist, wir schreiben zunächst ein Makro, welches prozedural geschriebene Higher-Level-Makros in Syntax-Rules-Makros CPS transformiert. Also, das ist uns das Ziel. Und dann Frage, was kann ich mit Makros machen? Und da hat Haskell, glaube ich, auch noch nichts. Ja? Man könnte zum Beispiel einem Scheme-Makrosystem implementierten JAC machen, ja? Der eine in Scheme kodierte Grammatik zur Kompilierzeit in einen LALR-Parser kompiliert. Ja? Das ist dann vielleicht nicht mehr so weit. Weil ich meine, das ist sozusagen, ich meine, Haskell hat ja auch so einen Parser-Generator, aber ich meine, der arbeitet, glaube ich, vorher noch auf Textbasis. Und also dazu in einem anderen Vortrag mehr, dann muss ich da ein bisschen weitermachen, aber die Idee ist halt, dass man wirklich eine eigene Sprache hat. Man ist in Scheme, man hat ja Eval, also man kann zur Laufzeit kompilieren, oder? Ja, nee, aber die Frage ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in Scheme einen C-Compiler schreiben will, ja, dann habe ich sozusagen die JAC-Grammatik. Und dann möchte ich natürlich eigentlich die JAC-Grammatik nehmen und reinstecken. Und dann soll er sozusagen ein Scheme-Programm ausspucken, was die dann parst. Danach parst. Und ich will natürlich nicht. Also ich will natürlich nicht zwei Programme aufrufen, ja? Funktionen machen die. Also ja, ich glaube, das geht in Haskell mit Template Haskell schon. Also ich meine, allein schon deshalb, weil du... Ja, okay, wenn man Haskell... Ja, dann geht das richtig, genau, aber das ist... Wir hatten ja vorhin ein bisschen so die Diskussion... Ach so, meintest du diese GHC-Makros, die auch so aussehen, die... Nee, ist ja so gut, kenne ich mich Haskell nicht aus. Ich habe es nur irgendwann, einen Parser-Generator gefunden, der aber auch explizit aufgerufen werden musste, der ein Haskell-Programm ausgespuckt hat. Mhm. Also ja, dann hat er einfach irgendwas geparst und dann Haskell... Ja. Also aus einer Beschreibung des Parsers willst du semantisch den Parser ins Programm einbringen. Genau. Und das wird hier jetzt so skizziert als Makro. Und wenn ich das jetzt mit normalen Funktionen in Scheme mache, kann ich ja konstruieren. Jetzt kann man auch machen. Weil den sozusagen semantisch mache. Wäre das technisch das Gleiche? Also wenn es mal von abstrakter Erklärung her ist, das Eval soll ja das zur Laufzeit kompilieren, oder? Ja, aber das ist natürlich sozusagen, das ist natürlich dann langsamer als... Nein, das ist die Frage, die da im Hintergrund steht. Kann das Scheme heutzutage eine praktische Implementierung? Ist es das Gleiche, wie wenn ich statisch ein Programm reingebe oder zur Laufzeit Eval mache auf die Syntax des Programms? Ist das technisch das Gleiche oder ist es ein ja. Das hängt vom Compiler ab, aber gibt es ja sozusagen einen Compiler? Also wenn du die Makrolösung mehrmals aufrufst in deinem Programm, dann wird halt das nur einmal expandet und einmal der Parser generiert. Und wenn du es mit Eval machst, dann muss halt jedes Mal nochmal... Nee, ich kann auch am Anfang natürlich einmal Eval machen und dann definiere ich die Funktion dazu. Eval macht aus dem syntaktischen Ding ein semantisches Ding. Genau. Also wenn ich jetzt einen einfachen Scheme Interpreter nehme, dann expandiert er natürlich, also den stecke ich in Scheme-Programm rein, dann ist natürlich sozusagen Kompilations- und Auswertungszeit die gleiche, da sehe ich natürlich jetzt keinen Unterschied. Also da kann ich natürlich Eval benutzen, ja? Genau, die Frage ist, also ganz früher war es ein Interpreter, ist da sowieso kein Unterschied, da wird immer interpretiert. Genau. Gibt es heutzutage Scheme-Compiler, wo das routinemäßig das gleiche ist und zwar richtig kompiliert und nicht interpretiert? Kann man in Scheme heutzutage zur Laufzeit sauber kompilieren? Wieso zur Laufzeit kann ich immer Eval machen? Ich meine, das ist ja sauber. Ja, und ist das gleiche bei den herkömmlichen Scheme-Compilern heutzutage, wenn ich das Programm einfach... Das hängt auch wieder vom Compiler ab. Also es gibt sozusagen Compiler, die lassen dann Interpreter laufen. Also die gängigen Compiler können die das heutzutage. Also ich persönlich würde mich halt rekursiv aufrufen und dann damit den Eval ausrufen. Ich stelle die Frage, weil wir das in Polyml ja seit 30 Jahren wir können zur Laufzeit den Compiler aufrufen, dass kein Unterschied, ob ich das so, es gibt so, keinen Unterschied zwischen Laufzeit und Compilerzeit. Ja, also es hängt vom Scheme-System ab, ja? Ja, also ist das heutzutage gängig, dass man... Nee, gängig würde ich sagen nicht, aber es gibt Implementationen, die das machen. Eval kannst du immer verwenden. Eval kann ich verwenden, die Frage ist, was Eval macht. Also ob Eval jetzt... Genau. Also für unser ML-System ist das Eval immer das Gleiche. Ob ich das statisch dem Compiler reingebe oder zur Laufzeit sage, kompiliere das mal. Dann gibt es zwei Lösungen. Dann könnte ich ein Makro schreiben, was den Parser so inlined. Oder eine Funktion schreiben, die den Parser syntaktisch erzeugt und dann Eval und dann ist das semantisch. Dann ist er komplett. Genau, das ist schon. Das ist zwei Wege. Also ich könnte das in einem sehr guten Scheme-System rein mit Funktionen machen, ohne Makros. Nee, also wenn ich jetzt.
wenn ich den Kompilations-Overhead beim Ausführen des Programmes nicht haben möchte, geht es natürlich immer noch nicht. Ich mache es ja nur einmal. Also die eine Lösung ist hier. Ja, zu Beginn des Programms, genau. Ja, genau. Aber angenommen, ich habe jetzt einen C-Compiler, den ich in Scheme geschrieben habe. Ja. Da möchte ich natürlich eigentlich nicht, dass mein C-Compiler von vornherein meine gesamte, erstmal den Parser erstellt. Ja, das mache ich einmal. Also meine Behauptung ist hier, man hat zwei Wege, das zu implementieren, die beide gleich gut sind, wenn man einen super Compiler hat. Der muss aber dann schon super, super. Nee, der muss ja trotzdem. Aber der müsste ja E-Ball cachen und das, was mit E-Ball generiert wird. Also nein, ich würde solche Sachen nicht postulieren, wenn wir das nicht seit 30 Jahren machen würden bei uns. Nein, aber der muss ja trotzdem irgendwann, es muss ja einen Zeitpunkt geben im Leben der gesamten Berechnung, an dem er mal das auswertet und kompiliert. Und die Idee ist, dass wenn ich eine ausführbare Datei erzeuge durch meinen Compiler, dass ich dann möchte, dass dieser, dann habe ich sozusagen zwei, kann ich meine gesamte Auswertungszeit in zwei Zeitabschnitte einteilen, nämlich einmal in die Zeit bis zur Erstellung der ausführbaren Datei und ab danach. Und was das Ziel ist, ist, dass die Erstellung des Compilers oder des Parsers stattgefunden hat bis zur Erstellung der ersten ausführbaren Datei. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Frage, ob der Compiler erkennt, dass der Aufruf von Eval nur von Sachen abhängt, die nicht von Eingaben abhängen und dann diesen ganzen Ausdruck zur Compilezeit schon auswertet, auch wenn Eval dran steht. Dass der sozusagen erkennt, dass ja, also es gibt sozusagen weitere Makrosysteme, also außer Syntax Rules, ja, wie CumLisp, wo er natürlich was zur Auswertungszeit macht, was im Prinzip wie Eval ist. Da läuft der Compiler natürlich was zur Kompilationszeit was laufen. Aber es würde eigentlich, es macht keinen Sinn, da den Aufwand zu betreiben, Eval so krass zu optimieren, wenn man Makros hat. Also. Ja, Eval ist ein schöneres Konzept, finde ich. Also wenn man, die Frage zielt so ein bisschen in die Richtung, wie gut ist das Eval heutzutage in dem Scheme-System? Nee, das kommt auch an, was jetzt man hat. Also es gibt, wenn ich einen Interpreter habe, ist das Eval optimal. Genau. Und wenn ich einen Compiler habe, das ist schwieriger, das optimal zu machen. Richtig, genau. Aber ja, ich meine, im Prinzip hat man halt nochmal einen Interpreter. Ja, genau. Aber es gibt, genau. Aber ich kann natürlich man hat einen Compiler, der zur Laufzeit des Programms ergänzen kann. Ja, genau. Und das ist halt sehr, sehr selten heutzutage. Also die Frage zielt ja ab, weil die Scheme-Community eigentlich aus einer Ecke kommt, wo man sowas macht. Also der Grund, warum das bei uns in dem tollen PolyML so geht, ist, weil vorher die Lisp-Leute das gewohnt waren. Und dann wurde da mal ein statischer Compiler gemacht und dieses Prinzip aufrechterhalten. Ja, genau, aber ich meine, das ist natürlich bei einem Just-in-Time JavaScript-Compiler das Gleiche. Ja, Just-in-Time ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Warum? Nee, aber es ist trotzdem das Gleiche. Also, wenn ich jetzt in JavaScript Eval aufrufe, dann nutzt er den Code genauso wie einen, den ich vorher geschrieben habe. Der wird halt dann irgendwann auch zur Laufzeit, irgendwann mal, wenn ich ihn häufig genug benutzt habe, auch kompiliert. Also es ist sozusagen nicht unüblich. Also ich kann natürlich auch das ganze Problem. Das Ding ist halt, dass die Idee, Lisp-Programme in Binaries zu verwandeln, ist halt nicht so die nicht ursprünglich gewesen. Also, ja, das ist völlig richtig. Das ja, ja. Problem. Und die sind aus der C-Welt. Die Makros, Binaries sind aus der C-Welt. Die Binaries gibt es bei uns auch in dem Sinne gar nicht. Nein, es gibt auch in der Sprachspezifikation gibt es auch keinen Unterschied zwischen expandierter Kompilationszeit und so weiter und Auswertungszeit. Aber ist es auch jetzt vielleicht mehr eine Frage des, also der Schönheit, ja? Also das, also Eval ist halt nicht so sehr verzahnt mit der Sprache, also nämlich nicht syntaktisch ja gar nicht verzahnt, während das ja sozusagen wirklich in der Sprache drin ist, ja? So eine kulturelle Frage. Also die Team-Community ist mehr so auf syntaktischen Transformationen der Syntax-Programme. Was ich syntaktisch machen kann, ist natürlich irgendwie. Aber man kann es ja nicht
Wenn du ein Eval machst, machst du ja meist auch ein String. Nein, es geht bei Source. Also ja, genau. Ja, genau. Also hier gebe ich meine Liste. Okay. Bei dem Eval. Aber das Problem ist ja, wenn du ein Eval machen willst, musst du ja sicherstellen, dass das Eval in keinster Weise von User-Input beeinflusst werden kann, damit es funktionieren kann. Der Witz ist, Eval ist das, was du machst, nachdem du Read aufgerufen hast. Und Read nimmt halt einen String und macht halt Symbol, also Listen. Also hier ist eine Industrie halt. Genau. Aber immer bei uns nimmt es einen String und der wird dann halt tokenisiert. Also wenn genau. Die Syntax hat, ist es ein String. Mhm. Hast du da nicht wieder das gleiche Problem, dass du eventuell wieder Symbole hast, die von außen schon symbolisch sind? Also das kannst ja, zu der Zeit kann der Compiler oder der Compiler noch sagen, das Symbol wird, das ist ein frisches Symbol. Ja. Und ich kann es für Scheme ist es so gelöst, dass ich evaluiere immer nur in einer Umgebung und ich sage ihm explizit, welche Variablen gebunden sind. Und ich darf auch nicht definieren durch das Eval. Also ich kann natürlich lokale Definitionen machen in dem Eval. Du musst die Sprache immer einschränken, damit man nicht in diese Problematik stößt. Ja, ich kann, was ich machen kann, ich... Sagen, was ist der Kontext, was ist der Namensraum, den muss man im Compiler mitbringen. Ein klassischer Eval ist das der Top-Level-Namensraum und nicht der lokale. Und hier ist es offenbar so, dass ich dann den Namensraum spezifizieren kann mit dem... Ich sage einfach, ich kann dem sagen, Lambda soll gebunden sein und if ist gebunden und Z-Ausrufezeichen ist nicht gebunden. Und dann kann ich sozusagen, kann ich nur noch Programme dann auslaufen lassen, die halt keine Variablen setzen können. Ich kann zum Beispiel User einfach ein Lambda mitgeben lassen und kann sicher sein, dass er nicht irgendwie globale Variablen setzt. Nee, das kann er nicht, nee. Nee, also insofern ist das Eval schon sicher, aber ist halt eher unsicher. Das ist nochmal eine eigene schwarze Kunst, das Ganze. Ja. Naja, es ist ja Turing-Vollständigkeit zur Laufzeit, das will man ja eigentlich nicht. Also nochmal. Zur Laufzeit. Im Sinne von nochmal vom User, der so alles macht. Das ist schon eine schwarze Kunst. Ja, gut. Ich fühlte mich herausgefordert durch das Beispiel. Also wenn ich vor dem Problem stehen würde mit der LR-Grammatik, dann würde ich das in dem L normal implementieren und würde dann irgendwas, das dann semantifiziert. Ja, aber das ist dann sowas wie Template Haskell, wo ich dann sozusagen, das kann ich natürlich auch machen, aber es ist einfach, also das ist die Frage was man gerne hat. Ja, wenn man Interpreter schreibt, dann will man vielleicht schon Turing-Vollständigkeit Laufzeit machen. Also die brauchen das ständig. Ja. Okay. Aber ihr seid auch ein sehr, sehr User-Input-armes Land. Ja, wir haben sehr viele Trusted Users. Nee, das ist aber das ist eine wichtige Beobachtung. Also da gibt es praktisch keinen physikalischen Zustand oder keine Eingaben von außen. Genau, das ist alles semantisch sauber. Genau, ihr seid in einem mathematischen, zeitlosen Raum. Ja, in dieser Welt. Jetzt hat Scheme aber kein Gensim. Ich will jetzt folgendes Makro definieren, Multiset, M-Set, ja, das soll gleichzeitig, also es nimmt hier eine Folge von Variablen, hier eine Folge von Ausdrücken und da möchte ich gerne, dass das erste aufs erste, das zweite aufs zweite gesetzt wird. Also im Prinzip, wenn ich M-Set habe, ist die Implementation von Swap dann trivial. Soll also M-Set machen, also ich M-Set übergebe ich eine Liste von Paaren, ja, V1E1 hier, Variable Ausdruck. Und was ich mache, also die Idee ist, E1 setze ich auf die, also E1 speichere ich temporär ab. Das mache ich jetzt Punkt, Punkt, Punkt für alle hier und danach setze ich alle. Das Ganze kann nur nicht funktionieren, so wie es da steht, weil ich hier immer das gleiche Temp hier habe. Also was soll er mit Punkt, Punkt, Punkt machen? Er kann immer nur das gleiche Temp nehmen. Das heißt, das Ganze funktioniert nicht, was hier steht, ja, weil er mehrfach die Variable Temp belegt. Mit Gensim wäre es überhaupt gar kein Problem gewesen. Da hätte ich nämlich einfach, wenn ich n Sachen habe, n Symbole. Aber Hygiene erlaubt uns jetzt, das zu sehen, dass Scheme gar kein Gensim braucht. Und zwar ist die Idee hier folgende. Ich habe wieder das. Jetzt mache ich das Ganze. Und was ich jetzt mache, wieder wie gerade eben bei dem Beispiel, ich will diese Liste jetzt etwas verändern, die hier steht. Die schreibe ich hier nochmal rein. Und ab jetzt nehme ich mal quadratische Expansion, wo hier Gen steht. Hier fehlen wieder Klammern. Also hier steht Klammer auf, V1E1T1, Punkt, 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 Klammer zu.
Ja? Also wenn ich so weit, wenn ich alles nach vorne geschaufelt habe, dann soll T1 für so eine temporäre Variable stehen, Variablenname stehen. Und dann kann ich genau das machen, was ich hier habe. Weil das jetzt hier hinter Punkt, Punkt, Punkt steht, ist das kein Problem wie eben. Ja? Das ist also das hier ist mein vorheriges Fragezeichen, Temp-Fragezeichen. So, wie mache ich das? Was ist der Schaufelschritt? Ja, wenn ich hier vorne schon was geschafft habe, also G sind schon die generierten Triple hier, dann kann ich in dem Schritt einfach, wenn ich das so aussieht, dann ersetze ich das einfach hier durch V1E1T1. So, und in der Expansion ist T1 ein neues Symbol. Also muss es sein, weil es später neu gebunden wird hier. Und dann sagt er ja, Dinge, die bei der Expansion irgendwann mal neu gebunden werden, müssen umbenannt werden. Und dann macht er das Ganze aber im nächsten Schritt, hier muss ich hier wieder T1 einfügen. Aber dieses T1 taucht dann in einer anderen Expansion auf als dieses T1 und deswegen sind die verschieden. Das heißt, Hygiene erlaubt uns jetzt, Symbole auch zu generieren ohne GenSym. Und damit kann ich jetzt mein Makro-M-Set definieren. So, jetzt ist vielleicht noch eine nette Sache. Wann sind zwei Bezeichner syntaktisch gleich? Und zwar, also in R6 RS heißt das Ganze Bound Identifier. Und zwar habe ich ein Makro. Dem Makro übergebe ich zwei Bezeichner. Der eine Bezeichner heißt it, also für Identifier, und der zweite Bezeichner heißt b. Und dann übergebe ich dem Makro noch ein KT und ein KF. Also KT steht für Continuation True und Continuation False. Und das Makro soll entweder expandieren in KT oder in KF, je nachdem, ob it und b gleich sind oder nicht. Und zwar sollen die syntaktisch gleich sein. Sie sind syntaktisch gleich, wenn sie an der gleichen Stelle im Programmcode auftauchen, gleich heißen. Sie können aber auch unterschiedlich heißen und trotzdem gleich sein, was durch Makroexpansion passieren kann. Wie löst man das Ganze? Die Klammern sind aber eigentlich kein Problem. Du hast vergessen, dass das Meme-Bild, das eigentlich relativ am Anfang des Currys stand, einzufügen. Also ich verstehe nicht, wieso das ist noch nicht mehr Klammern als jetzt ein C. Das ist doch für den Funktionsaufruf. Doch, zwei sind es mehr. nein, ich habe kein Problem mit den Klammern, das ist okay. Ich habe das mit syntaktisch gleich nicht ganz kapiert. Also, wenn ich syntaktisch gleich auch semantisch gleich, oder nicht? Nein, heißt nicht gleich. Zu semantisch komme ich gleich noch. Syntaktisch gleich heißt, also deswegen steht hier Bound Identifier, wenn ich it binden würde, also ob dann b auf it referenziert oder nicht. Ah, okay. Ja. Ja? Und das heißt, es ist sozusagen, genau, das ist deswegen bound, also ob die als, also wenn einer gebunden ist, ob der, der Name ist schlecht, aber der ist halt irgendwie so. Ah. Also, genau. Und wie kann ich das testen? Also ich definiere erst ein Makro, das heißt it, lokal. Das stört überhaupt nicht, also weil lokal, weil das it überschreibe ich ja nicht. Das Makro macht folgendes, also sehen wir gleich, ja, und ich definiere Makro OK und hier steht einmal KF und einmal KT. So, jetzt definiere ich ein neues Makro, nämlich Test. Auch wieder lokal, das ist das, was hier steht. Und also Test B expandiert dann nach it. Und dann rufe ich das Makro jetzt mit OK auf. Also mit diesem Ding da oben. So, und was ist jetzt, was ist, also wenn B und it, wenn einer von den beiden gebunden ist und der andere dann der gleich ist, also angenommen B und it sind gleich in dem Sinne, dann steht hier im Prinzip Test it it. So, aber wenn Test it it steht, dann steht hier die gleiche Variable wie da und damit macht der Makroersetzer, ersetzt dann das it durch das, was da steht. Das heißt, bei Test OK ersetzt er dann das it durch OK und OK liefert wahr. Ansonsten, wenn B nicht gleich it ist, dann ersetzt er das it natürlich nicht, sondern nimmt die lokale Bedeutung von dem it dort. Und die lokale Bedeutung von it ist falsch. Ach, dann kann man sagen, wenn dieses Symbol gebunden ist, dann mache das und wenn es nicht gebunden ist, mache das. Im Prinzip ging das auch, wenn ich hier irgendein völlig ungebundenes Symbol teste. Aber das Symbol gebunden ist, kann ich nicht feststellen. Ich kann nur feststellen, ob bereits definiert wurde. Nee, das wüsste ich jetzt nicht, wie das gehen sollte. Ja, aber das ist doch gerade. Oder was macht die Funktion?
die testet, ob wenn ich eins von den beiden lokal binde, ob dann das andere die automatisch die gleiche Bindung kriegt. Da kommt dann wieder Foo raus. Und ein Bezeichner, ab sofort ist ein Symbol oder ein Alias. Eine syntaktische Umgebung, das ist eine partielle Abbildung von Bezeichnern auf Bedeutungen. Also ich stecke einen Bezeichner rein, das ist entweder ein Symbol, also was wirklich eine Variable, wie ich es im Programmcode schreibe, oder ein Alias. Und das gibt mir dann die Bedeutung oder halt nichts, wenn das ungebunden ist in der syntaktischen Umgebung. Und ein syntaktischer Abschluss, das ist eine Form zusammen mit einer syntaktischen Umgebung, also wo drin sozusagen die Form zu interpretieren ist, und eventuell eine Liste freier Bezeichner. Das kommt dann gleich noch dazu. Jetzt machen wir ein Beispiel. Also dieses, das ist jetzt nicht Standard R7RS, aber es Scheme-Systeme, die das mit dem Syntactic Closure Makros programmieren, die erlauben das. Das Makro Push soll Folgendes machen: das soll einfach eine Art auf so einen Stack einen Wert schreiben. Und zwar übergebe ich Push eine Liste und einen Wert, und dann soll er die Liste ersetzen durch die Liste verlängert um den Wert. Das ist das, was hier steht. Ja? Setze die Liste auf die auf Cons von dem Wert und der Liste. Das soll das sozusagen machen. So, SC-Makrotransforme sind prozedural, also so ähnlich wie wir das gesehen haben bei den CumList-Makros am Anfang. Und übergeben bekommen sie einmal den Ausdruck und eine syntaktische Umgebung. Und jetzt sind die prozedural. Der Aufruf hier ist also Push-Item-Liste, und dann kann ich hier mit Kadre und Kadre kann ich dann entsprechend das rausfischen. Und das unten sieht auch wieder aus wie bei CumList. So, was ich aber jetzt möchte, ist, dass sich, was auch immer Item und Liste ist, das möchte, also alle Variablen, die da drin stecken, die möchte ich gerne auflösen in der syntaktischen Umgebung dort, wo das Makro aufgerufen wird. Und die syntaktische Umgebung, wo das aufgerufen wird, ist das env. Und hier schließe ich das Ganze jetzt ab in der syntaktischen Umgebung. Das heißt, das bedeutet jetzt, wenn immer, es ist sozusagen jetzt eine neue Form, nämlich syntaktische Closure, die hier steht. Und immer, wenn er das jetzt auswertet und er stößt auf die syntaktische Closure, dann geht er dann, wenn er die verarbeitet, in diese Umgebung und wertet dann dort drin diesen Ausdruck aus. Das heißt also, der Makrotransformer bekommt als zweiten Parameter die Umgebung des Makroaufrufes, und die Ausgabe hier, die wird auch implizit geschlossen, aber in der Umgebung der Makrodefinition. Das heißt, dieses Set hier bezieht sich dann immer auf das Set in der Makrodefinition. Damit wir dieses zweite Hygieneproblem gelöst haben. So, ich kann damit hygienische Makro schreiben, aber das ist umständlich, weil ich überall Closed Syntax schreiben muss, aufpassen muss. So, ich kann damit aber auch nicht hygienische Makro schreiben, nämlich jetzt, das soll eine Schleifenmakro sein, wo ich Exit aufrufen kann, wenn ich aus der Schleife rausspringen will, mein Break von vorhin, ohne dass ich Exit übergebe. Und deswegen, was ich jetzt hier mache in der Schleife, ich nehme den Körper der Schleife, den schließe ich ab jeweils in der Umgebung des Makroaufrufes. Außer, und das ist diese Liste freier Variablen, die ich vorhin meinte, Exit soll sozusagen nicht interpretiert werden. Also immer wenn Exit auftaucht, nicht in der Umgebung, sondern in der außerhalb. Und deswegen, und das Exit ist genau das, was hier steht. Und damit habe ich sozusagen, hiermit kann ich auch wirklich dann zum Beispiel nicht hygienische Makros machen. Also es ist absichtlich nicht hygienisch, ja. Also hat dann auch, mal Fälle, wo man es vielleicht machen möchte. So, dann noch ein paar mehr Definitionen. Also ein Alias definiert ich, also wie kann ich Alias implementieren? Ich hatte gesagt, wenn ich das Symbol habe, dann kann ich dem ein Alias zuordnen, und ich schließe einfach das Symbol ab in der Umgebung. Das ist ein Alias. Denn das ist auf alle Fälle nicht gleich dem Symbol A, ist was anderes. Deswegen ist es etwas nicht Gleiches. Ich kann aber trotzdem wieder rausfinden, was es war, weil es hier das A drin steht. Und wir werden gleich sehen, wenn ich jetzt schauen will, was für einen Wert dieser Alias hat, dann kann ich immer noch gucken, was A für einen Wert in dem Environment hat. So, also mit
Eck, das ist die Standard, das Standard-Gleichheitsprädikat von Scheme, kann ich feststellen, ob zwei Bezeichner syntaktisch gleich sind oder nicht. Das war mein Bound-Identifier von vorhin. Also wenn ich A, ist jetzt was anderes als der Alias. So, es gibt aber Free-Identifier, nämlich, da kann ich, das ist bei den syntaktisch Closure-Systemen, wird es durch diese Prozedur definiert, dann kann ich feststellen, ob die Bedeutung von it1 in env1 gleich der Bedeutung von it2 in env2 ist. Da, das ist jetzt sozusagen das ist mein Free-Identifier. Ich meine, ich muss ja mindestens das auch machen, wenn ich nachher die syntaktischen Makros, also die R7RS-Makros damit implementieren möchte. Ein Beispiel für Bedeutungsgleichheit habe ich jetzt hier angegeben. Also es gibt noch was weiteres hier in dem System Capture Synthetic Environment, dann nimmt das aktuelle Environment, das kriegt er hier noch, aktuelles Syntax, das ist Transformer Environment, und jetzt guckt er einfach hier, ob x, ob das x in dem Aufruf Environment das gleiche ist wie jetzt in dem Definitions-Environment. Und was wir hier sehen ist, bei foo, da testet er x und x, es gibt var zurück, und hier unten setzt er x auf 3, dann ist das x, was er hier benutzt hatte, aber nicht mehr das gleiche x wie da, deswegen kommt hier falsch raus. Und ein anderes Beispiel ist ganz analog, ja, jetzt testet er hier wieder, also ich definiere erstmal bar sei das gleiche wie foo, was auch immer foo ist, aber die sind zumindest gleich, von der Bedeutung her, so dann definiere ich foo um und dann gucke ich jetzt, was ich hier mache, ich vergleiche sozusagen foo mit dem übergebenen Parameter, dann ist jetzt foo nicht gleich foo, weil an der Stelle das foo die Definition ist, aber das Ding hier selber sieht noch das foo, was da oben war. Sonst müsste ich ja let rec Syntax schreiben. Ja? Und hier unten dagegen gibt das var zurück, weil das var ja gleich dem foo ist zur Definitionszeit. Das ist also jetzt nur, dass man sieht, wie das ungefähr funktioniert. Und jetzt muss ich Bezeichner im Environment irgendwie nachschlagen. Und das ist jetzt bei syntaktischen Closures ganz einfach. Ja, um die Bedeutung eines Bezeichners, also um dieses Identifier gleich zu implementieren. Ja, also um die Bedeutung eines Bezeichners in der Umgebung zu bestimmen, machen wir folgende Schritte. Also erstmal teste, ob der Bezeichner schon in der Abbildung, dieser partiellen Abbildung vom Environment drin ist. In diesem Fall kann ich die Bedeutung nachschlagen. Ansonsten teste, ob der Bezeichner ein Symbol ist. Wenn er ein Symbol ist, dann hat er keine Bedeutung, weil ich es nicht finde. Und wenn er ein Alias ist, dann kann ich den Alias entpacken, gucke in die Umgebung rein, die da drin ist und fahre dann wieder fort im Schritt 1. Und das Ganze mache ich so lange, bis ich durch bin. Und so kann ich das Identifier gleich implementieren. So, jetzt kann man auf die SC-Makros, noch sogenannte ER-Makros, definieren. Die lassen sich implementieren mit SC-Makros. Und das ist, das steht für Explicit Renaming Makro. Und zwar, was sind Explicit Renaming Makros? Das Ganze soll wieder so ein Loop-Makro sein. Und übergeben bekommt das der Makro. Transformer ist eine Prozedur, bestehend aus, die hat drei Einträge, nämlich einmal die Expression, die ich transformieren möchte, die Form. Das zweite Argument ist eine Umbenennungsprozedur, R, Rename. Und das dritte ist ein Vergleichsprädikat, das gucken wir uns nachher noch an. Und ER-Makrotransformers schließen das Ganze, was hier steht, ab in dem Environment, wo das Ganze benutzt wird, das Makro. Und jetzt muss ich deswegen alles, was ich, was sozusagen unabhängig davon sein soll, wo es benutzt wird, muss ich umbenennen. Und diese, immer wenn ich jetzt hier Rename schreibe, die Funktion Rename, die hier steht, dann benenne ich das einfach um. Und zwar ersetze ich Call with Current Continuation durch ein Alias Call with Current Continuation. Also Rename ist einfach das Alias ersetzen. So, und wenn ich dieses Ding jetzt, und wenn ihr jetzt das Ganze auswertet, dann muss er jetzt schauen, was ist die Bedeutung von Call with Current Continuation. So, und wenn jetzt genau, also und zunächst mal
Genau, also, und dann guckt er natürlich sozusagen nach in dem, bei dem Alias in dem Environment, was drin gespeichert ist. Das ist die Idee. Und der Punkt ist der, dass man den ER-Makrotransformer jetzt durch folgendes Programm schreiben kann als SC-Makrotransformer. Das heißt nichts Neues. Wie funktioniert das? Also, wir starten. Wir wollen ER-Makrotransformer schreiben. ER-Makrotransformer ist eine Funktion, die übernimmt der übergebe ich eine Funktion, die drei Parameter nimmt und herauskommen soll der Transformer. Das heißt, herauskommen soll ein SC-Makrotransformer. Ein SC-Makrotransformer übernimmt zwei Parameter, nämlich die Erweiterung und das Environment an der Stelle, wo ich es benutze. Jetzt brauche ich auf alle Fälle das Environment auch, wo das Makro definiert wird. Deswegen mache ich Capture Syntactic Environment und das bekomme ich jetzt hier. So, jetzt sind XViewsEnv und MacEnv gebunden. Und jetzt mache ich eine kleine Tabelle, also hier einfach eine Liste von Sachen, die ich schon umbenannt habe. Und die Rename-Prozedur ist jetzt folgende. Ich nehme Identifier, dann gucke ich, also AskQ guckt nach, ob it schon in der Tabelle Renames ist. Wenn das der Fall ist, dann gebe ich die neue Bedeutung zurück. Und ansonsten definiere ich ein Alias mit Closed Syntax, was wir hatten, in dem Makro-Environment und füge dem diese ganzen Tabelle hinzu. Und dann gebe ich den Alias zurück. Das heißt, Rename macht wirklich die Umbenennung, aber sorgt dafür, dass wenn ich Rename zweimal aufrufe, dass ich die gleiche Umbenennung rausbekomme. So, und was ist Compare? Diese dritte Prozedur, die ich jetzt noch nicht besprochen hatte, dem ist einfach Vergleich zwei Identifier im Use Environment des Makros. Ja, und dann rufe ich F einfach auf mit der Expression und der definierten Rename und Compare Prozedur und dann habe ich die ER-Makros. Und mit diesen ER-Makros kann ich jetzt einfach die hygienischen Makros implementieren. Ja, der Makro-Transformer benutzt nämlich das Compare, was er übergeben bekommt, um literal, also wie das Else, was wir hatten, zu vergleichen. Er benutzt Egg, um diese Mustervariablen zu vergleichen, weil das nämlich, das hier war im Wesentlichen das Bound Identifier und das war das Free Identifier. Und er benutzt Rename, um Symbole, die nicht durch Mustersetzung entstanden sind, auszugeben. Und dann, hier spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr, ob das Symbol später mal in der Bindung auftauchen muss oder nicht. Und genau, damit ist der Makrotransformer geschrieben. Und was wir sehen ist, meiner Meinung nach sind Programmiersprachen mit Makrosystemen in der Regel wesentlich ausdrucksstärker als Programmiersprachen ohne. Natürlich, wenn ich schon eine maximal ausdrucksstarke Programmiersprache habe, dann brauche ich kein Makrosystem mehr. Wenn ich ein hygienisches Makrosystem habe, dann kann ich robuste Makros schreiben und Syntactic Closures, das ist zum Beispiel eine einfache und effiziente Möglichkeit, so ein hygienisches Makrosystem auf Basis eines Low-Level-Makrosystems zu implementieren. Okay, gut, das war's dann. Danke sehr. Lustigen Mindfuck ergänzen, nämlich diese Sache mit dem, dass man zur Laufzeit dann kompiliert und genauso optimiert, als hätte man es am Anfang gemacht. Ich habe nachgeguckt, Perl macht das tatsächlich. Also, du meinst, bei Perl hast du das E-Wahl in einem Log gebe. Call Optimization für eine E-Wahl. Ja. Ich habe noch versucht, das bei diesem Chess-Scheme rauszufinden, dieses kommerzielle, was ja vor ein paar Monaten. Da habe ich es jetzt nicht auf Anhieb gefunden. Also, ob der das macht. Ja. Weil dem würde ich es am ehesten zutrauen. Ja, also wo er auf alle Fälle Wert drauf legt, ist, wenn zum Beispiel wenn er mit Eval Programmcode erstellt, in welcher Form auch wie auch immer, dass das zum Beispiel dann auch durch den Garbage Collector läuft, wenn es nicht mehr benutzt wird, was auch nicht grundsätzlich immer. Ja, oder immer Standard ist, ja, genau. Also, dass ich nicht unbedingt darauf verlassen kann. Genau, ich weiß zum Beispiel nicht, wie das jetzt bei JavaScript grundsätzlich ist. Also, und ich glaube, bei Java auf alle Fälle nicht. Ich glaube, bei Java 8 wurde das verändert offenbar. Ah, Supel hat mir das erklärt, dass bei Java 8 Klassen, die du nachlädst. Ja? Also ich kann bei Java eigentlich das machen, was wir in ML auch machen. Das macht auch das Scala, dieser Top-Level macht das ja. Wenn das, dann lädt er das rein. Und seit Java 8 verhält sich so, wie man das erwartet.
Also, okay, also vorher kann man den Speicher einfach zuhauen, ja? Vorher konnte man sich den Speicher zuhauen, indem man... Wobei, also das hatte Lars Huppel mir so erklärt und er hat mir dann irgendwas geschickt, wo sowas gemacht wird, dass das kompiliert wird und dann habe ich natürlich gleich den Test gemacht, wenn ich 1000 Mal das jetzt reinlade, was dann passiert und dann hatte ich einen Speicherleck und dann konnte es mir auch nicht erklären. Ah, ja. Das ist immer das Problem, also die Lisp-Welt war im Prinzip vor 30, 40 Jahren schon weiter. Ja, das ist ja genau war der Punkt da, ja genau. Das war eine schlechte Variante der Lisp-Welt. Wobei aber PolyML ist eine gute Variante der Lisp. Und JavaScript ist ein Lisp. Weil JavaScript ist Lisp und Java auch. Mit anderer Syntax. Ja, mit C-Syntax. Java ist so ein komischer Bastard. Java, zwischen also das haben ja alle Lisp-Nutzis gemacht. Also das war ja wirklich wie ein Gosling. Gosling ist doch so ein ganz großer... JavaScript hatte ursprünglich ja auch Lisp-Syntax und dann haben die irgendwie bei wo auch immer es entwickelt worden, haben die halt zu ihm gesagt, wir brauchen C-Syntax. Das ist nicht so cool, heute ist das hipper, so das Java ist heute hip. Die Sprache muss genauso aussehen wie Java und den Namen übernehmen wir auch noch, weil das verkauft sich dann besser. Ja. Es war halt wirklich, darum heißt es ja auch JavaScript. Das hat eigentlich nichts zu tun mit Java. Also als das rauskam und dann haben die plötzlich den Namen geändert. Ich habe gestern gelernt, dass Geistil. Der Standard heißt ja eigentlich auch ECMAScript. Das Geistil, der Java entwickelt hat, ich glaube, als Hauptentwickler sogar, unbedingt durchsetzen wollte, dass Telcores implementiert werden. Also TCO aber die, meinst du, optimisieren? Ja, aber die JVM-Entwickler ist irgendwie nicht zugelassen haben. Ja, also Stil und ja, heute Scala trampoliniert überall. Ja, gut, angeblich schaffen sie immer noch nicht, ja? Also es wird immer nach hinten geschoben. Also, vielleicht. Ich habe auch mal die Diskussion gehört, dass in Java bestimmte Funktionen, dass da diskutiert wurde, ob die rausgelassen werden, weil, das sind dann Monaden. Auf jeden Fall kannst du richtig schön Scala wäschen, weil Lars ist nicht da. Soll aber ich mal einen Talk machen? Ich habe den ja mal eigentlich schon halten wollen. Wir hatten eine IT-Konferenz und da war der Richter von Schaffung. Der Kunde hat gesagt, genau, wie ich das. Das könnte ich ja nicht im Publikum abstimmen, oder? Wollen wir abstimmen? Ich habe mich halt jetzt schon zweimal reingeladen. Ach, vergiss das immer. Also vielleicht kriegen wir ja beides hin, oder? Also wenn ich brauche 45 Minuten. Genau, wenn das schon nur 30 Minuten braucht.